Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der notorisch abtrünnigen Schwatzanstalt. Heute die Ausgabe Nummer 15 am 13. Juni 2017. Und ich freue mich natürlich, dass wieder alle vom Team dabei sind. Und meine ersten Grüße oder mein erstes Hallo geht nach Chemnitz zu Amok Alex. Hallo Alex. Ja, schönen guten Abend alle zusammen und guten Abend Micha und natürlich Stefan auch mal heute Abend bei uns in der Sendung. Ja, dann gehen meine Grüße weiter, bleiben in Chemnitz zu Frank Stoner. Hallo Frank. Hallo Micha, hallo liebe Hörer, guten Abend Gentlemen. Schön, dass wieder NASA-Time ist heute Abend. Ja, ich freue mich auch. Und natürlich ist unser Kollege aus Wien, Tom Hunos, wieder dabei. Hallo Tom. Grüß euch, welcome back. So, und jetzt vermissen wir noch den Boris, der ist noch nicht am Start, der wird bestimmt gleich noch nachrücken, der hat bestimmt noch ein paar technische Probleme, vermute ich mal, und deshalb kommen wir natürlich jetzt erstmal zu unserem Gast und ich freue mich, dass wir ihn heute hier in der NASA haben, in der notorisch abtrünnigen Schwarzanstalt. Das ist Stefan Bartonek von der Gruppe 42, herzlich willkommen, lieber Stefan. Herzlich willkommen, servus, grüß euch, danke für die Einladung und ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ja, Stefan, Gruppe 42, vielleicht kannst du zum Anfang mal ein bisschen was über euch erzählen. Was macht ihr so? Was ist euer Ziel? Vielleicht kannst du uns da für die Leute, die euch vielleicht noch nicht kennen, ein bisschen Klarheit schaffen. Gruppe 42, wir nennen uns Neulandportal. Das heißt, wir beziehen uns da auf den Lapsus von der Angela Merkel, wo sie eben meinte, vor 2 oder 3 Jahren, das Internet sei noch Neuland. Und das heißt, wir beziehen uns auch aufs Internet damit und versuchen halt quasi die revolutionäre Kraft des Internets für uns zu bündeln und für unsere Zuseher und Zuseherinnen schmackhaft zu machen. Also ihr seid so eine Art Aktivisten auch, kann man sagen. Ja, ja, kann man sagen, aber jetzt, ich würde nicht sagen, wir sind so klassisch radikal aktivistisch. Also wir organisieren Vorträge, wir filmen die ab, stellen sie ins Netz, machen Interviews und so. Ja, okay, also ja, sehr spannend. Eher in die Richtung. Ja, sehr spannend. Also ich habe das ein oder andere von euch auch schon gesehen und beobachtet. Dann wollen wir mal langsam so ins Gespräch kommen. Vielleicht lassen wir heute mal unseren Gast den Vortritt. Stefan, hast du uns ein Thema mitgebracht, über das wir mal hier notorisch abtrünnig losschwatzen können? Naja, jetzt nicht direkt, ja, es ist ja ein sehr freies Format. Ich habe mir vor, ich glaube, das war das letzte Mal, wo der von Sapere Aude dabei war. War das die 14? Ja, genau. Genau, und ich habe mir das angehört und das war sehr spannend, weil der für mich ein sehr interessantes Menschenbild hatte. Und ich würde gern mein Menschenbild über das einfach mal reden, weil ich das anders sehe, als es da thematisiert wurde das letzte Mal. Und zwar war das so die Idee von, also wenn ich es jetzt platt zusammenfasse, dass der Mensch dazu neigt, sich beherrschen zu lassen, dass das so in der Natur der Menschen ist. Und ich sehe das halt anders. Ja. Ich glaube eben, dass das gegen die Natur des Menschen ist, ein Verhältnis, was auf Macht und Herrschaft basiert, sondern dass das anerzogen ist. Und über das würde ich gern reden, also auch über Wahrnehmung, ja, wie man so Gesellschaftsmodelle sieht oder sehen kann. Okay, klingt sehr spannend. Ja, ist der Ball bei mir? Ja, alles klar. Fang an. Schmeiß was in den Raum. Also, wir steigen ein. So wie ich das verstanden habe, war da die Idee, die Natur des Menschen ist grausam und wir müssen uns quasi gegenseitig beherrschen, auch so das Prinzip des Rechtes Stärkeren. Und ich glaube, dass das eben nicht so ist. Ja. Ich glaube, in der Natur des Menschen, wir sind soziale Wesen, die auf Beziehungen konditioniert sind, ja, schon von der Biologie her, und die eigentlich frei von Herrschaft sein sollten.
Ja, da bin ich voll bei dir, Stefan. Genauso sehe ich das auch. Für mich ist auch dieses Menschenbild und auch das dahinterliegende Weltbild, das ist auch ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige, und es taucht immer wieder auf, und in der Moderne kannst du das auch sehen, angefangen mit Darwin, Evolutionstheorie, über Eugenik, über politische Organisationen, die irgendwie eine Utopie predigen, über Religionen, die ein auch Utopien predigen. Irgendwas immer in der Ferne. Ja, und bis hin zu so ganz modernen Phänomenen wie Transhumanismus und Gender. Ständig geht es darum, den Menschen zu verändern, weil man mit dem Menschen, so wie er ist, nicht zufrieden ist, weil die Grundaussage einfach ist, ja, der Mensch ist nur ein Stück Tier. Er ist ein Tier, was auf einem auf einem Dreckklumpen liegt, der ziellos durchs Universum fliegt. Und deswegen gibt es keine Moral, deswegen gibt es keine Ethik, und man kann mit dem Menschen machen, was man will, und dann basierend auf diesen Ideen von Evolutionstheorie evolutioniert man halt den Menschen, man doktert an ihm rum. Also man könnte es auch nennen hier Human Engineering oder Social Engineering. Und tatsächlich all diese Schlagworte, die ich jetzt auch mal hier mit raushau, die basieren meiner Meinung nach alle auf genau dem falschen Menschenbild, was du hier gerade vorgestellt hast. Und das ist das Menschenbild, was die Herrscherkaste hatte. Ja, das ist ich glaube, dass das eben so ein anerzogenes Menschsein ist. Ja. Also es stimmt ja, dass unsere Gesellschaft ja tatsächlich so aufgebaut ist auf das Recht des Stärkeren. Ja. Wir haben ja Ellbogengesellschaft, und der quasi die am besten, vielleicht am verstecktesten einsetzen kann, der buxiert sich ja so an die Spitze. Und ich halte das eben als wieder natürlich und finde es halt schade, wenn gerade so Leute aus der Mittelschicht, ja, so, wo ich jetzt uns dazu erzählen würde, die sich dann quasi diesem Denken der Machteliten fügen. Ja, also das finde ich dann schade und irgendwie auch fast ein bisschen gefährlich, weil das den Weg aufbereitet für etwas, was eigentlich, glaube ich, keiner von uns haben möchte. Hast du da vielleicht eine, wie soll ich das sagen, eine Idee, welches Konzept momentan so durchgezogen wird? Also ich sag mal, ich bin ja voll der Überzeugung, dass wir halt sozusagen so die Blüte der Frankfurter Schule gerade erleben, also sprich diese 68er Generation, die sozusagen mit Adorno und Konsorten sozusagen indoktriniert worden ist, sicherlich auch mit einigen Dingen, die natürlich in der Zeit auch passend waren, also sprich sich auch ein bisschen mehr zu befreien, aber das Ganze halt ausartet in dieser unsäglichen Political Correctness, die wir haben, diese Kritik, wie heißt denn nochmal dieses Buch von ihm, Frank, spring mal ein, wenn du weißt, was ich meine, die kritische Theorie. Ist das richtig? Ja. Also wie gesagt, würdest du da mit mir übereinstimmen, dass das so auch jetzt auf der ganzen Ebene so Züge der Frankfurter Schule sich so eingeschlichen haben in unsere Gesellschaft? Das kann schon sein. Ich muss sagen, ich habe mich wenig mit der Frankfurter Schule beschäftigt. Ja, könnte man das kurz ausführen? Entschuldige, dass ich mal, was ist die Frankfurter Schule? Ich bin da, glaube ich, nicht zu bewandert. Kann man das kurz umreißen? Ja, kann man das kurz umreißen? Na, die Frankfurter Schule, die Frankfurter Schule versucht natürlich auch wieder den neuen Menschen zu erzeugen, ja, sich zu befreien von allem, auch diese komplette Nationalstaatengeschichte natürlich ad absurdum zu führen, also den neuen Menschen auch zu erschaffen, und benutzt natürlich zum Beispiel Randgruppen, um Energieträger zu sein, ja, also um revolutionäre Energieträger zu sein, ja, das Ganze aus meiner Sicht gründet halt aus dem kommunistischen Weltbild heraus, die natürlich gesehen haben im Ersten Weltkrieg, dass dann der Klassengedanke nicht so stark war wie der Nationalgedanke, also die Kämpfer sozusagen, die Soldaten, doch nicht zusammengehalten haben gegen das böse Kapital und gegen die bösen Industriellen und sind für die wieder in den Krieg gezogen und so weiter. Und damit war eigentlich diese kommunistische Theorie ad absurdum geführt. Und man brauchte halt neue Energieträger, und die hat man halt über die Frankfurter Schule und deren Gedanken gesucht. Also erstmal, dass man alles kritisieren kann, ja. Also sind
sind sehr absurde Sachen. Ich denke mal, Frank Stoner kann uns da noch ein bisschen weiterhelfen gleich. Und ja, wie gesagt, dann nimmt man halt zum Beispiel Homosexuelle oder man nimmt zum Beispiel diese ganze Frauengeschichte und sagt ihnen ständig, oder die Schwarzen oder weiß ich was, und sagt ihnen ständig, ihr braucht mehr Rechte, ihr müsst eure Rechte durchsetzen und ihr werdet unterdrückt oder weiß ich was, ja. Das zielt natürlich auch ab auf das, auf die Familie zum Beispiel. Das ist auch ein wichtiger Punkt, Familie zu zerstören, um halt, wie gesagt, Zugang zu den Köpfen zu haben, dass die Menschen sozusagen, also was im Sozialismus ja auch war oder in anderen Gesellschaftsordnungen auch, also wie gesagt, diesen neuen Menschen, diesen neuen Weltmenschen zu erschaffen, ja, und dabei natürlich auch auf Drogensachen zurückzugreifen und so weiter und so weiter. Also das ist jetzt sehr oberflächlich, aber Frank kann das vielleicht nochmal ein bisschen ergänzen. Ja, aber Michael, du hast es wirklich hier ganz hervorragend schon dargestellt, alles Wichtige schon gesagt. Nur um es nochmal zu verstärken, was mir mit der wichtigste Gedanke erscheint, ist, das ist eine Reaktion auf den Ersten Weltkrieg und Marx und alle anderen frühen kommunistischen Lehrer und Ideologen haben halt gelehrt, dass die Revolution kommen wird. Die haben vorhergesagt, es wird diesen großen Krieg geben, der kam, und die Vorhersage war, und das war alles empirisch belegt, das ist ja Wissenschaft, also die haben es als Wissenschaft gesehen, dass dann die Mechanismen greifen und es dann zu einer Revolution kommt. Die kam nicht, und dann haben eben nach dem Ersten Weltkrieg sich die Kommunisten zusammengetan und gefragt, ja, was ist los, was passiert? Und in der Analyse ist man zu dem Ergebnis gekommen, die Arbeiter haben deswegen nicht revolutioniert, weil diese ganze westliche Kultur, in erster Linie auch das Christentum und diese Tradition, Familie, all diese Sachen und natürlich auch der nationale Charakter der Völker, dass diese ganze alte westliche Kultur die Revolution blockiert hat. Und dass das die Kraft ist, die den Arbeiter unterdrückt. Und aus dieser Analyse heraus hat man dann eben gesagt, na gut, dann müssen wir den Kampf jetzt gar nicht mal in erster Linie gegen das Großkapital machen, sondern der Kampf muss jetzt gegen die Kultur an sich gehen. Und dadurch kommt auch dann der Begriff Kulturkampf her. Und daraus, aus diesem Kulturkampf, weil man eben die westliche Gesellschaft per se als Ziel hat, sind natürlich auch diese ganzen kleineren Dinge gekommen, wie dass man die Familien versucht anzugreifen, die Religion und das Einspannen von Minderheiten ist letztens nur Mittel zum Zweck, wie man halt schaut, wie man halt feste Strukturen, Gesellschaften, Staaten aufbrechen kann, indem du halt schaust, was gibt es für Minderheiten. Wenn es keine gibt, muss man sie irgendwie konstruieren, und diese Minderheiten kann man dann politisieren und kann man denen irgendwie die stärken und denen sagen, ihr fühlt euch unterdrückt und so weiter. Und das ist halt letztens eine Strategie. Aber das große Ding ist eben tatsächlich der Kampf gegen die westliche Zivilisation. Weil deren Werte sozusagen im Weg stehen, damit dieser neue Mensch geschaffen werden kann. Ne? Ja, perfekt, Frank. Also ich glaube, dass das ist ja so, sagen wir, kann man so als Philosophie zusammenfassen, ja, würde ich, oder so eine Denkrichtung. Ja. Und das, was wahrscheinlich zu einer Ideologie geworden ist, aber ich sehe das Problem jetzt nicht in dieser Frankfurter Schule, weil das ist ja im Vergleich zur Menschheitsgeschichte ist ja das eigentlich sowas wie eine Modeerscheinung. Ja. Es ist halt schick jetzt, sich dieser Philosophie hinzugeben. Aber für mich sitzt das Problem ja tiefer, ja. Ich glaube, dass wir über dem, also unter diesem System noch ein anderes System haben, und das müsste man mal hinterfragen. Was ist das System deiner Meinung nach? Naja, das ist halt ein autokratisches System. Also das ist eine, ich sage manchmal, das ist so eine durchmilitarisierte Gesellschaft, die wir haben. Ja, ich weiß gar nicht, ob man, oft wird ja gesagt, kapitalistische Gesellschaft oder von der anderen Seite hört man halt dann, es ist eine sozialistische Gesellschaft, aber ich glaube eben nicht, dass es das ist. Ich glaube, das sind Sachen, die drüber liegen, aber darunter ist es eben so, dass wir einfach eine Gesellschaft haben, die auf... Boris, dein Mikro. So schlimm war es doch gar nicht. Ja. Boris, dein Mikrofon. Sonst muss ich dich mal... Ich glaube, der ist gerade beschäftigt. Also ich glaube, dass das halt das Problem ist, ja, dass wir quasi auf Herrschaft indoktriniert sind und die meisten halt einfach zu
Befehlsempfängern hin erzogen werden. Und dadurch halt solche Gedanken oder solche Ideologien natürlich auch Nahrung haben. Also wenn ich natürlich Schulsysteme etc., Kindergarten und so, ich meine, mit all diesen Sachen ja schon die Kinder damit konfrontiere und Weltbilder in den Kopf setze, dann habe ich natürlich später auch leichteres Spiel, dass sie natürlich auch so funktionieren. Ja. Würdest du denn konkret irgendwie mal bezeichnen können, wen du dahinter siehst? Also welche Kräfte da? Mal, ich möchte kurz mal, wenn man jetzt sagt, man erzieht die Menschen zu kritischem Denken, ja, dass, wenn das ein Aspekt der Frankfurter Schule ist, ja, dass man alles hinterfragen und alles kritisieren darf. Aber schon da ist es ja ein Widerspruch, weil du darfst in der Schule nicht den Lehrer hinterfragen, das Autoritätsverhältnis zum Lehrer. Wenn du das machst, dann kannst du noch so viele Einser haben. Im Fach Frankfurter Schule wirst du wahrscheinlich wirst du es als Schüler nicht leicht haben. Ja, natürlich, weil natürlich die Kritik an der an sich selbst ist natürlich dann verboten. Ja? Also das ist natürlich der Haken dabei. Du darfst alles kritisieren, aber nur natürlich das eigene Wesen darfst du nicht kritisieren, also dieser Frankfurter Schule. Ja? Das sehen wir ja jetzt meines Erachtens nach in diesem ganzen Gebaren. Ich meine, links und rechts und weiß ich was, diese ganzen politischen Positionierungen sind ja letztendlich ad absurdum geführt. Heute gab es ein Video über den Antisemitismus in Europa, eine Dokumentation, die auf Arte gezeigt werden soll oder auch im WDR oder so und das noch geprüft wird und nun hat man die schon vorher jetzt aber trotzdem veröffentlicht und da geht man zum Beispiel in der Doku komischerweise auch ganz stark die Linken an, ja, und da stellt den Antisemitismus, ja, also ich will jetzt nicht mehr auf die Doku eingehen, das war natürlich wieder ein Propagandawerk hoch 10, denn letztendlich ist rausgekommen, wer die Hochfinanz kritisiert und das Bankensystem ist praktisch ein verkappter Judenhasser, womit sie ja sozusagen eigentlich ja in der Verschwörungstheorie halbwegs bestätigen, weißt du? Also es ist alles absolut absurd und ich habe so den Verdacht, dass man sowas halt rausbringt, um halt jetzt zum Beispiel auch das anscheinend auch bei den Linksstehenden, politisch Linksstehenden, sozusagen da auch die Fragezeichen mittlerweile auftauchen, weil wir das Problem haben, dass die Propaganda mit der Realität nicht übereinstimmt. Wie gesagt, und bei den Linken, also bei den extrem Linken zum Beispiel oder so, da sieht man ja auch, wie wenig, zumindest von führenden Protagonisten, wie wenig Gesprächsbereitschaft da ist zum Beispiel. Ja, also dann heißt es immer, also du entweder bekommt derjenige halt die Nazi-Keule oder den Rechtsstempel aufgedrückt und mit sowas unterhält man sich nicht, ja. Und das ist ja, wie gesagt, genau das Falsche, ja. Also man muss ja miteinander kommunizieren, ja. Und da geht es ja, wie gesagt, nur um Etiketten, die aufgedrückt werden und dann sagt man, nee, mit Nazis unterhalte ich mich nicht oder so, weißt du, das wird dann ausgeschlossen, ja. Also das ist ja, wie gesagt, keine Diskussionskultur, ja. Ja, und ja. Ich fand die Doku aber nicht einmal, ich habe es noch nicht ganz fertig gesehen, ich fand sie nicht einmal so schlecht, aus dem Aspekt, dass ich viele Sachen selbst nicht gewusst habe. Alleine diese NGOs, die Richtung Hamas gehen und so weiter, die Doku ist schon breiter und da steckt schon so dieses 80-20-Prinzip, aber da waren gute Sachen auch dabei. Nur halt dieses voll auf die Linken halt hinhauen und jetzt quasi die Keule weiter und weiter ausbreiten, ne, und austeilen. Das ist halt offensichtlich, ne, dass sie da wieder eine Agenda haben, um halt wieder das Bild in den Köpfen der Leute reinzuhauen, allein die Experten, die sich da eingeladen haben. Es ist trotzdem, ich habe es urinteressant gefunden, weil ich vieles nicht gewusst habe, quasi wie Hamas und der Terror auch da unten und Palästina, dass die doch nicht, dass sie so viel Kohle kriegen und das von der EU und das hauptsächlich von Deutschland. So, keine Ahnung, da ist mehr Tiefe irgendwie drin, kommt mir vor. Ich habe es nicht gesehen. Also ich habe es nicht gesehen. Was ich dazu sagen kann, ist, dass es momentan halt eine sehr starke Kritik gibt gegenüber Israel und gegenüber der israelischen Besatzung und dass das halt auch stark aus der Linken kommt, dass das auch in einer starken Kritik gegenüber dem Zionismus sich äußert und dass es da halt jetzt Menschen gibt, denen das überhaupt nicht gefällt. Ja, und ich habe so ein bisschen im Vorfeld mitbekommen, dass diese Doku halt doch sehr pauschal und
Ja, also sehr, sehr pauschal urteilt. Naja, es wird ja zum Beispiel auch überhaupt nicht, es werden zwar die Argumente der Gegner gebracht, also beziehungsweise die Ausführungen der Gegner, was den Zionismus betrifft, was Israel betrifft, aber es wird ja überhaupt nicht drauf eingegangen, also zumindest dann klargestellt mit Argumenten, dass wie das überhaupt zur Gründung Israels in dem Sinne gekommen ist, welche Sachen dort passieren. Sind, dass dort natürlich auch Vertreibung stattgefunden hat im großen Maße und so weiter. Also das wird ja gar nicht erwähnt, also weil das würde ja eventuell dann doch die Argumente der Gegenseite rechtfertigen oder so. Also das wird völlig ausgeblendet, also so als wenn Israel seit 2000 Jahren ein Land, ein Staat ist, den es gibt und welche Frechheit, dass die Palästinenser da jetzt irgendwie verrückt spielen, ja, deswegen. Das ist mir auch sehr aufgefallen, ne? Dass es da überhaupt gar keine Begründung in diese Richtung gab, ja. Ja. Und spannend an diesem Israel-Palästina-Konflikt, um wieder ein bisschen so zu diesem Thema Frankfurter Schule und Herrschaft zu kommen, ist ja, dass Israel ja auch von der elitären Linken, die sich ja als in der antideutschen Bewegung sammelt, die haben ja da eine Riesensolidarität. Ja. Wenn du jetzt tatsächlich die Frankfurter Schule, also so wie ich, so mit dem bisschen, was ich weiß, ernst nehmen würdest, dann könntest du dich mit diesem Staat eigentlich gar nicht solidarisieren. Und da zeigt sich halt wieder dieser typische Widerspruch. Der gesamtgesellschaftliche Widerspruch. Ja, also ich habe so das Gefühl, dass wir generell einfach immer nur mit Widersprüchen konfrontiert werden. Und ja, also, das macht die Leute narrisch mit der Zeit. Mein Eindruck ist auch bei diesem Thema Linke und das Verhältnis zu Israel, das hat sich halt auch verändert. Also innerhalb der letzten ein, zwei Generationen, würde ich sagen. So in den 70er, 80er Jahren, da war ein Palli-Tuch, ein Palästinensertuch, war ein typisches linkes Symbol. Mhm. Solidarität mit den Palästinensern war völlig klar. Weil auch die Palästinenser damals waren auch Arbeiter oder eher linksorientierte Bewegungen. PLO, Arafat, das war eher links, das war weltlich. Das war nicht wie nicht religiös motiviert. Und ich glaube, kulminiert hat das Ganze, das wird auch gerne als Vorwurf gebracht, und ich weiß jetzt gar nicht, ob das in der Doku auch kam, ich habe es jetzt auch nicht gesehen, aber in den 70er Jahren haben doch auch europäische, unter anderem auch RAF-Terroristen ja auch zusammengearbeitet, waren in Arabien, haben dort militärische Ausbildung bekommen. Und da gab es doch diese eine Flugzeugentführung auch, wo palästinensische Terroristen eine Flugzeugmaschine entführt haben, um wiederum die Leute in Stammheim, die RAF-Leute, freizupressen. Das war doch diese ganze Geschichte dort in Somalia. Ja, ja, genau. Und genau. Da wird zumindest erzählt, also wir waren alle nicht dabei, aber erzählt wird dort, dass da tatsächlich, als es darum ging, die erste Geisel zu erschießen, so die Entführer halt versucht haben rauszufinden in diesem Flugzeug, wer jüdisch ist. Und die sind halt, dann mussten halt als Erste dann als Geisel dran gehen. Und das ist natürlich, glaube ich, was heute auch noch dort vorgeworfen wird. Aber früher war das durchaus eng verbunden so. Und heute haben wir aber eine neue Generation auch von links, du hast es auch schon angesprochen, dieses antideutsche Element, obwohl das, glaube ich, gar nicht so groß ist, hat es aber sehr viel Einfluss auf die Meinungshoheit und macht halt sehr auf sich aufmerksam in der Linken. Und das ist aber eher eine neue Bewegung, und die eher so kollidiert sogar mit diesen 70er, 80er Jahren Linken. Und am besten kann man es sehen, jedes Jahr ist der Rosa Luxemburg, am Rosa Luxemburg Todestag ist es, glaube ich, da im Januar der Gedenkmarsch, ja, wo die Linken schon traditionell seit 100 Jahren wird dort links demonstriert. Und wenn du dir das anguckst, den Demonstrationszug, da kannst du es direkt sehen, die Unterschiede. Da siehst du die Altlinken und die haben halt die eher Parolen kritisch gegenüber NATO, gegenüber Amerika und so weiter. Und dann hast du aber die jungen Antideutschen und die sind dann eher schon da kannst du sogar eine US-Fahne mit auftauchen oder eine Israel-Fahne oder EU-Fahne oder so. Ja. Ja, also die Widersprüche, wie gesagt, man muss da sicherlich auch immer gewisserweise differenzieren, ja, dass es natürlich eine linke Gruppierung oder linke Leute gibt, die sehr viel Einfluss haben, wie Frank das gerade gesagt hat, auf die öffentliche Meinung. Denn letztendlich, wenn man das so sieht, was Einwanderung zum Beispiel betrifft oder ich sag mal Umvolkung, was anders kann man es ja nicht mehr nennen, also eine bewusste Steuerung, dass man sozusagen eine andere Kultur hierher importieren möchte, die ja letztendlich auch
in den wichtigsten Dingen, die ja sich die Linke auf die Fahne schreibt, wie zum Beispiel Homophobie, Antisemitismus, Frauengleichberechtigung, eigentlich ja völlig widersprechen, ist das für mich eine absolut schizophrene Situation, dass gerade die das mit wehenden Fahnen begrüßen, ja? Ich weiß das, ich muss aufpassen, was ich wieder sage, weil ich weiß, dass wir da alle irgendwie missverstehen. Grundsätzlich finde ich es gar nicht so schlecht, wenn sich, sage ich mal, das Volk so weit vermischt, weil im Endeffekt, wenn wir, sage ich mal, weiter als diesen Planeten jemals kommen wollen, müssen wir uns als Zivilisation selbst erkennen, als ein Ganzes. Ich glaube, das Hauptproblem ist, und an den scheitert es und an den wird scheitern, wenn das so weitergeht wie jetzt, ist dieser gegenseitige Respekt, Akzeptanz, Verständnis mit alle gebrainwashed, die einen auf Islamseite, die anderen halt auf Christenseite, medial Westen, medial das, Kopftücher, keine Ahnung. Also so werden wir irgendwie nie, wir werden nie von diesen Klumpen wegkommen, wenn wir so halt weitermachen. Ja, aber das kann doch auf irgendwelche Konzepte. Aber das kann doch auch als jedes Volk für sich. Ich meine, es gab doch auch immer friedliche Koexistenzen von Völkern und so weiter. Also da muss man es doch nicht zwangsläufig vermischen, weil ich meine, Amerika ist für mich das beste Beispiel. Kann ich ja Alexa gleich nochmal ins Gespräch auch holen. Also dort haben wir ja ein multiethnisches Konstrukt sozusagen in Amerika. Und das ist natürlich gerade da wird es ja einmal dazu benutzt, um diese ethnischen Gruppen, teils funktioniert das halt von ganz alleine, ja, aus der sozialen Entwicklung heraus, aber natürlich kann man das auch provozieren, sehe hier Black Dingsbums hier gerade, hier Soros Organisation, Black Matters, bla bla bla. Black Lives Matters. Ne? Also, dass man dort halt natürlich dann diese Impulse setzt, um wieder sozusagen jetzt die Schwarzen aufzuhetzen, dass die Krawall machen gegen ihre Unterdrückung und wie gesagt, damit natürlich wieder extreme Reaktionen bei anderen Leuten provoziert werden und so weiter. Es ist immer dieses Spiel, was die Frankfurter Schule meines Erachtens auch gut drauf hat. Also wie gesagt, so siehe Frühsexualisierung. Weißt du, ist ja ganz klar, wenn ich mit solchen pädophilen Maßnahmen versuche, in die Kinderköpfe reinzukommen, ja, was katastrophal ist, rufe ich natürlich auf der anderen Seite wieder die anderen Extreme hervor, die dann sagt, das Familienbild, Frau gehört an Herd und das und jenes und bla bla bla. Und dann zeigen sie mit denen auf den Fingern und sagen, guck mal, das sind die alten Idioten, die entsprechen nicht dem Zeitgeist und so weiter. Also das ist ja auch ein super Trick und so weiter. Ne? Aber Alex. Ja. Aber das ist ja kein Trick der Frankfurter Schule, sondern das ist ja was viel Älteres. Das nennt sich ja Divide et Impera. Das heißt ja Teilen und Herrschen, das hat ja nicht die Frankfurter Schule erfunden, sondern das ist ja eine klassische Methode von Machteliten, um weiter die Macht halten zu können, indem man die Untergebenen gegeneinander ausspielt. Manche dann halt bevorzugt, die eine Ebene weiter rauflässt, damit sie nach unten treten können und so hält man halt die Hierarchien stabil. Ja, eben, und das passiert ja auch, erstmal hallo Jungs, das passiert ja auch nicht nur auf der nationalen Ebene, sondern auf allen Ebenen. Ne? Auch im, guck dir hier, was bei uns hier im Land im System los ist, ob das jetzt irgendein Thema ist, was wir regelmäßig anpacken, auf allen Ebenen passiert halt dieses Teil und Herrschen. Und wie gesagt, es ist dazu da, wie du gerade erwähnt hast, Stefan, um einfach die Machtstrukturen im Gange zu halten. Ich wollte noch mal was sagen, was Tom gerade aufgegriffen hat. Also ich bin da schon bei Tom, also wir werden uns vermischen, auf kurz oder lang werden wir uns vermischen. Wir haben uns auch schon immer vermischt. Aber das sollte auf natürliche Art und Weise passieren, so dass jeder seine Werte und seine Ideale auch weiter leben kann und beibehalten kann und nicht mit einer zwanghaften Vermischung, die ja da braucht man eins und eins zu zusammenzählen, die dann zu Komplikationen führt. Ne? Und im Endeffekt sollten wir da auch nochmal erwähnen, was ist denn der Grund der Vermischung? Der Grund der Vermischung ist einfach die Kriegsmanier des Westens hier, sage ich mal, ne? Die immer wieder draufhaut und dort hinten erstmal die Umstände schafft, dass das dort überhaupt geflüchtet werden muss. Ich sag mal, ich würde nicht aus meinem Land fliehen, wenn ich nicht müsste. Warum denn? Ich bin hier in meinem Kulturkreis, ich habe meine Freunde, ich bin hier aufgewachsen. Warum soll ich weggehen hier? Habe hier gar keinen Grund dazu, wenn es mir gut geht. Ja, ich glaube, es steht ja außer Frage, dass das Ganze getriggert ist, also dass die Soros und Co. Wir wissen ja, wie das Ganze passiert. Es ist halt immer nur so ein Spiel Aktion-Reaktion und das Problem ist halt, was man an allen Ecken und Enden beobachten kann, es kommt halt eine Aktion und die Reaktion vom Volk ist halt komplett
taub, unbewusst und geht genau in die Richtung, wo sie uns halt haben wollen. Ne? Der Grund für diese Vermischung ist einerseits, dass halt die ganzen Kulturen und so weiter gesprengt werden, aber andererseits, um die Leute emotional zu destabilisieren und gegeneinander, untereinander aufzuhetzen. Ich meine, schau dir die Kommentare da an. Ich meine, ich würde die Leute wirklich in den Arm nehmen, die das so herumflämen, weil anscheinend das so viel getriggert wird in denen und sie gar nicht verstehen, um was eigentlich wirklich geht, weil eigentlich sollten wir als Spezies oder zusammenhalten, dieses ganze Nationalstolz und so weiter, das muss ab irgendeiner Form, sagen wir in 100 Jahren, 200 Jahren, 50 Jahren, irgendwann muss das aufhören und entweder es geht auf einem gemeinsamen Akzeptanzlevel, dass wir die Eliten, die das Ganze steuern und uns immer in die nächsten Muster triggern, irgendwie entfernen und dort nicht mehr reinfallen. Oder es geht halt in einen Weg, wo wir es, glaube ich, alle nicht hinhaben wollen und deswegen machen wir auch solche Sendungen. Ja, aber wir haben ja ein Akzeptanzlevel. Also ich glaube, wir alle hier haben Freunde aller Hautfarben und aller Ethnien, würde ich sagen. Jupp. Und das hat ja nichts damit zu tun. Also wir kommen ja miteinander klar. Nur sollte das auf einer freiwilligen Basis passieren und nicht auf einer zwanghaften. Also einmal wird uns ja als Volk aufgedrückt, diese Einwanderung durch die Flüchtlingsströme. Und zum anderen, der Gegenpart ist quasi, dass unsere Kultur ja oder unsere Werte darunter auch leiden. Ne? Und also ich möchte meine Werte nicht unbedingt aufgeben. Also ich denke, der Nationalstaat selbst, also deswegen muss der nicht verschwinden. Er muss nur halt auch in den Köpfen der Leute den richtigen Platz zu bekommen. Also eine Identität, ja. Also letztendlich ist er nichts Negatives, ja. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Stelle ich das jetzt an erster Stelle und sage halt hier, meine Nation ist nur das Beste der Welt und alles andere sind Untermenschen oder weiß ich was, mal krass gesagt oder so. Aber Alex, wie ist das in Amerika? Du bist in Amerika groß geworden. New York ist ja auch so ein ethnisches Konglomerat. Welche Erfahrung hast du eigentlich so mit multiethnischen Zusammenleben? Was hast du da, kannst du da erzählen aus deiner New Yorker Zeit? Ja, wow. Zuerst, ich habe erstmal gehört, was ihr alle mal so erzählt haben. Und da möchte ich mal was auch dazu gleich äußern, in Beziehung, wo wir ein beste Beispiel das sehen. Es geht um Iran, zum Beispiel um die Zeit von Mossadegh, was Briten mal mit ihm gemacht haben und wie dieses ganze Land destabilisiert und innerhalb mehrerer Gangs mal gegenseitig. Und das war der Work von der Enkelsohn von Franklin Roosevelt, aber das ist eine andere Geschichte, da kommen wir später dazu. Mit diesen ethnischen Sachen in USA, well, zumindest in New York kann ich sagen, man hat das gepflegt. Man hat seine Kultur, ob das Deutsch, Polnisch, Italienisch, Irish, was auch immer, man weiß, dass das ehemalige New Amsterdam, New York, sehr viel hat. Letztens habe ich auch gesehen in Social Media, da kam eine Karte mit ethnischen Hintergründen, was durch Amerika angezeigt wird. Die meisten Leute und tatsächlich zwischen die Iren und die Deutschen, das ist der Hauptanteil USAs, was Leute von Abstammungen haben. Ich kann mich noch erinnern, in den 60er Jahren, ich habe mal in einem Viertel, wo Österreicher, Deutsche, nebenan, da war Jugoslawien und sowas. Stefan, kannst du vielleicht dein Mikro derweil muten, während du nicht sprichst? Dann haben wir ein bisschen Ruhe, danke. Okay, was ich dazu sagen wollte, ist, dass in den 60er Jahren, ich meine, man hat in Amerika auch in verschiedenen Bundesstädten mal gespürt, eine Art Rassismus. Weil ich meine, wenn man schaut die 60er Jahre zurück, das ist die Zeit, wo die Aufstand war, natürlich mal Black Panthers und alles mal stattgefunden hat. Diese Unterdrückung von die sozusagen weiße amerikanische Rasse, wo die Schwarzen unterdrückt haben, weiterhin. Zum Beispiel, ich weiß noch, wo, wenn zwei Schwarzen oder zwei Puerto Ricaner, Lateinamerikaner mal in unsere Nachbarschaft mal auf ein Fahrrad reingefahren sind, ein paar Straßenjungs mal, beziehungsweise von der Nachbarschaft, haben sich zusammengetan und die haben den erstmal rausgejagt. Weil die Meinung war es, dass wenn zwei auf einem Fahrrad in unsere Nachbarschaft hineinkommen, dann das heißt, die würden mal unsere Nachbarschaft mit zwei Fahrrädern verlassen.
Und das sind die Circumstances. Also ich bin nach Middletown, New York gezogen, außerhalb von Queens, weil meine Schule von 5.500 Studenten wurde für 4 Tage geschlossen, weil das war die Zeit, wo diese Überzahl an Studenten in die Schulen, in die schwarzen und die puerto-ricanische und lateinamerikanische Schulen, die Population ist gestiegen und die mussten mal die Schule bussen. Und da gab es natürlich Auseinandersetzungen. Und ich meine, so weit, wie ich gesagt habe, das ging bis hin, wo Leute Backsteine durch die Busse, die reingefahren sind, durch die Fenster und Studenten verletzt haben und sowas. Das war eine Hardcore-Zeit. Und somit haben meine Eltern gesagt, okay, das machen wir nicht mit und wir sind in die Suburbs gezogen. Also, das ist, was ich mir daran erinnern kann. Und ich hoffe, damit habe ich mal euch eine kleine Idee gegeben. Ja, okay. Wir haben mal natürlich, jeder hat seine Festival. Deutschen haben mal ihr deutsches Volksfest gefeiert. Hunter Mountain, ein von den größten Oktoberfests dort gewesen. Mein Vater hat als Musiker dort gespielt. Natürlich die Italiener, die haben ihre Feier in Little Italy in Manhattan. Und da wird mal so Straßenzüge und sowas, alles so katholische Feiertagen und was weiß ich alles. Und dann gibt es natürlich Nationaltagen für Puerto Rico. Jetzt ist das alles anders. Ich glaube, nach dieser Geschichte von 9/11. Also von was ich gesehen habe, man hat gehofft, dass die Menschen mal sich zusammengeruckt haben, aber man spürt auch mal eine große Unsicherheit unter die Menschen jetzt zutage. Und für mich war New York, also ich könnte eigentlich nicht warten, bis ich wieder hier war. Obwohl hier nicht auch okay. Anders ist, oder? Ja, lass mich sonst den Break gleich mal ausnutzen und zwar darauf hinzuweisen, das wollte ich eigentlich am Anfang der Sendung machen, aber ich habe es leider vergessen. Und zwar gibt es ja mittlerweile, hat man tatsächlich unseren Aufruf bei der NASA ernst genommen und der Jan Essig hat für uns eine App programmiert, die heißt Truth of, oh Gott, jetzt habe ich den Namen auch vergessen. Was ist da heute los mit mir? Truth, wie heißt da nochmal die App jetzt? Bin ich bescheuert? Jetzt muss ich hier mal reingucken, mein Handy. Quest for Truth, mein Gott, ja, alles klar, danke, Boris. Ja, also, wir werden die Downloads für dieses Spiel natürlich auch unter diese NASA mit verlinken, sodass, falls ihr es noch nicht gefunden habt oder noch nicht wisst, dass es ein Spiel gibt, es gibt es für Android und für iOS sozusagen zum Runterladen, kostenlos. Und natürlich an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank an Jan, der exzellente Arbeit geleistet hat und das wird natürlich auch noch weiter ausgebaut. Es sind Amok Alex dabei, Frank Stoner dabei, Boris ist dabei, ich bin dabei, Tom Who Knows, glaube ich, ist auch dabei oder wird noch kommen. Also viele Protagonisten der alternativen Szene haben dort einen Avatar sozusagen, einen Charakter und es geht im Prinzip darum, um die Reaktion, wenn jemand zensiert wird oder der Kanal gesperrt wird, sofort ihn zu retten. Ansonsten verliert man halt ein Leben. Also diese ganz, ganz spannende App macht sehr viel Spaß. Ich habe es bei mir auch schon installiert. Wie findet ihr das überhaupt, dass es jetzt ein Spiel gibt und wir sind Protagonisten dieser Spiele? Also vielleicht sage ich erst mal zum Anfang was dazu. Also ich finde sie sehr geil, überhaupt die Idee erstmal zu machen, quasi die alternativen Medien, nennen wir es mal, in eine App zu bringen und das spielerisch quasi dann an die Leute ranzutragen. Wobei wir ja auch noch nicht so ganz einig darüber sind, oder eigentlich schon, aber wobei das noch nicht das Ende sein soll. Also wenn ihr Ideen da draußen habt, wie man diese App noch aufpimpen kann, verbessern kann oder für weitere Apps, meldet uns das ruhig. Wir haben ein zweites Projekt schon mal so im Kopf, halt so ein Aufklärungsquiz soll das eher werden, wo dann die Leute quasi zu verschiedenen Themen befragt werden und wo es dann Multiple-Choice-Antworten gibt und ja, wo man sich dann aufleveln kann. Also ziemlich spannend und ja, da wird es bestimmt in Zukunft noch mehr geben. Also ein Triple Pursuit, ne, für alle Hutträger. Ja, genau. Triple Pursuit für alle Hutträger. Das wäre ein geiler Name auch.
Jetzt muss ich nochmal reinfragen hier für alle. Für mich ist ja das Internet auch was Neues, ja. Und ich habe ja gar kein Handy. Kostet sowas was? Die ist kostenlos komplett. Wie heißt denn die überhaupt? Quest for Truth. Ah, okay. Aber natürlich möchte ich auch noch sagen, dass natürlich Unterstützung oder Spendenmöglichkeiten auf Jan Essigs Seite da sind. Also wenn ihr da natürlich auch dem Jan was zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch auf seiner Seite dort machen. Die ist mit verlinkt in dieser App. Also wenn ihr euch da bedanken wollt mit einem kleinen Betrag, mit einem Euro oder 2 Euro oder 5 Euro oder wie, je nachdem, könnt ihr das natürlich machen. Und hat natürlich auch viel Arbeit reingesteckt, ganz klar. Und ja, wie gesagt, also ich finde das absolut spannend und ja, es ist einfach sehr lustig, auf einmal Avatar eines Spiels zu sein. Ja? Also du hast es noch gar nicht gesehen, Frankie. Also original nicht, ich kenne auch nur den Trailer, den habe ich gesehen, den fand ich auch ganz witzig, aber ich habe selber gar kein Handy. Ja. Ich kenne nicht einmal den Trailer, kannst du nur schicken? Ja, schicke ich dir mal durch. Also Micha, wenn du gerade dabei bist, mal hier Leute mal zu gratulieren. Ich denke, dass wir sollen mal dieser Hollenburger.com Dings erwähnen, weil der hat dieses Statistik zusammengesetzt von aller Truther-Szene, die da draußen sind, Verschwörungstheoretiker und wie die sich vernetzen. Und laut seiner Statistik, Kulturstudio hat einen Zustieg von 16,3% oder so. Also da muss ich dich dazu gratulieren natürlich. Ne? Ja, alles Social Media ist das. Ne? Und das Ding, das kommt, stand auf Oberrohne war es, ne? Hollenburger ist das. Das ist Heinrich Otto Ludwig, Nordpol, Bertha, Ulrich, Richard, Gera, Emil, Richard.com. Das ist so eine Diplomarbeit, oder? Über Verschwörungstheoretiker und ihre Netzwerke. Ja, genau. Und natürlich, der hat die Zusammenrechnungen von 2016 bis auf Januar 2017 dort gehabt, so eine Art Statistik, welche war die größte Zugang hat an Menschen und welche Leute da dazu anschließen. Und Kulturstudio hatte eine 16,3% Zusteigerung. So, das Congratulations von meiner Seite dafür. Ne? Frau Merkel hat doch gesagt, freie Fahrt für Wachstum. Also bitteschön. Ja? Also. Ja, also du hast es aber, es gibt es auf der Hollenberger heißt der, glaube ich, ne? Hollenburger Seite auch, weil ich habe es auf Roberone gelesen und es kommt auch nicht nur von einem, es kommt von mehreren Leuten. Okay. Also dazu, ich kann die ganze Story mal einblenden. Ich denke mal, ich habe das irgendwie, den Link Hollenburger, sagtest du? Roberone. Ja, ich wollte das mal einblenden. Beziehungsweise habe ich das auch nochmal, also was man auf jeden Fall sehen kann, aber das würde ich gerne sagen, weil die Blende eingeblendet ist. Ich habe sie geschickt, den Link geschickt. Warte, genau, gucken wir mal rein. So, dann muss ich mich mal hier umorientieren. So, hier ist der Bildschirm, so, den blenden wir jetzt mal ein. So, hier sind wir auf der Seite und zwar muss ich das hier mal wegnehmen. So, und hier haben wir die Grafiken, ich guck mal. Ich kann euch das ja auch mal mit übertragen, dann könnt ihr das auch sehen, wenn ihr wollt, was ich hier gerade blätter. So, zack. So, da habt ihr auch mein Bild. So, wo haben wir denn diese große Grafik mit den zwei Haufen gegenübergestellt? Hier war sie, glaube ich, ne? So, die gucken wir uns mal an. Versuch die mal ein bisschen größer zu machen. So, und das, was man hier eigentlich sehen kann, ist, dass auf jeden Fall der alternative Haufen wesentlich größer ist und vernetzter ist als der braune Haufen. Ja, was auch immer. Das kannst du noch mal ein bisschen rauszoomen, weil die Spitze des Eisberges hast du zwar genannt, aber seht ihr, erkennt ihr eine Art Keule und einen sich in Teile zerlegenen Ball dort? Also der in Teile zerlegene Ball ist auf jeden Fall der Mainstream. Und die dicke Keule sind die Alternativen.
Ja, im Prinzip kann man das auch wirklich so deuten, sehr symbolisch. Aber das, was sie so dort anprangern, auch in dieser ganzen Arbeit und so weiter, ich meine, diese Entwicklung kommt ja nicht von ungefähr. Ja? Ich meine, sie hat ja immer eine Ursache, dass alternative Medien sozusagen mehr Zulauf haben, dass die Leute einfach keinen Bock mehr haben, sich diesen vorgedachten Müll aus dem Mainstream anzutun. Und natürlich die Vorwürfe der Lügen, der Fälschung, der Propaganda und so weiter. Das wissen wir ja auch. Aber interessant finde ich, sie werfen ja praktisch den Alternativen vor, sie wären Verschwörungstheoretiker. Ja? Also das ist einmal so dieser Schlachtbegriff. Und stellen aber dabei selber eine Verschwörungstheorie auf. Ne? Also total, wirklich total absurd. Eine ständig. Ständig, also die ne, nur es wimmelt voll Verschwörungstheorien sozusagen. Und zumal man muss auch sagen, wer sich ein bisschen auskennt, sind diese komischen Vernetzungen, die dort angezeigt werden, teilweise auch völliger Quatsch. Also wenn man das auch bei Kulturstudio sieht und so weiter, da gibt es Vernetzungen von Seiten, die kenne ich gar nicht oder so. Ja, also das ist relativ, ja, muss man halt auch mit Vorsicht genießen, diese ganze Kiste. Also das Ding ist ja aus der Bachelorarbeit entstanden und zusammengesucht hat der schwachsinnige Typ, der das gemacht hat, das jetzt nicht händisch. Ne? Also der hat jetzt nicht geguckt, mit wem das Kulturstudio verbunden, sondern der hat einfach Seiten crawlen lassen und analysieren lassen und hat dann irgendwelche Links genommen, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Und da sind halt, also um Kulturstudio rum sind halt alle die, mit denen wir vernetzt sind, sind nicht da, aber irgendwelche Leute, die wir gar nicht kennen, die sind halt da aufgeführt, weil irgendwer mal einen Blogpost gemacht hat oder sowas. Und also das ganze Ding ist völliger Schwachsinn. Die Bachelorarbeit gehört normalerweise in die Tonne, definitiv. Vom Inhalt mal ganz abgesehen, aber alleine von den Daten und Fakten hier ist das völliger Bullshit. Ich meine, der kann das ja auch beeinflussen. Der sagt zwar, da wird ja auf seiner Seite wird ja diskutiert, auch du kannst ja kommentieren. Und da wird er ja zum Teil kritisiert, auch von Leuten, die diese Studie eigentlich gut finden, dass zum Beispiel der Totenhöfer drin ist. Weil ich meine, dem Totenhöfer kann man jetzt nicht wirklich unterstellen, dass der Verschwörungstheorien verbreitet. Ja, der ist ja eigentlich, der sagt zum Beispiel, er glaubt die offizielle Theorie zu 9-11, der Totenhöfer. Ich würde jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Wir wissen nicht einmal, was der Hintergrund ist, wie das genau erstellt wurde, was die Parameter waren für die Anzeige dann. Ich habe so einen Kommentar dann gelesen von ihm, wo er dann halt schon sagt, dass er selber halt den Totenhöfer kritisch sieht, wegen seiner Haltung zu Israel-Palästina, weil er halt beim, was den Syrienkrieg betrifft, nicht voll auf Linie ist. Und deshalb hat er den da halt mit einbezogen, weil sich die zum Teil überschneiden. Ja, also das kommentiert der auch so. Ja. Also du merkst ja, dass der Typ auch befangen ist. Ja. Er hat zum Beispiel dann so Seiten wie PI News und so, hat er ja gar nicht drin, die hat er gar nicht mit reingenommen. Ja, und aber sowas wie PETA ist zum Beispiel drin, also PETA hier, Tierschutz. Und was ist noch drin? Michi, du hast noch ein paar. Kampakt ist auch mit drin. Kampakt, der versiffte Laden auch. Und das ist ja auch, also Kampakt ist, ja, also das ist komisch auch, dass die da drin sind. Ja, sehr, sehr. Aber man sieht, dass auch auf der Ebene oder in dieser Parallelgesellschaft, die da existiert, um die Rohbarone und Co. rum, dass auch dort keine Einigkeit besteht. Ne? Die zerfetzen und zerlegen sich halt quasi am laufenden Band auch selber gegenseitig. Also da eigentlich tickt der Wecker für uns. Wir brauchen da nicht gar nichts weiteres machen. Ja gut, aber das passiert ja bei uns auch. Ne? Da wird ja auch oft zerfetzt. Naja, so. Auf jeden Fall. Ja gut, bei uns aber, ne, wir sind halt noch in den Kinderschuhen und bei uns dürfen wir das, aber wenn die sich zerlegen, so, es spielt auf jeden Fall für uns gut. Irgendjemand war noch dabei. Warte mal, Kampakt. Wo habe ich es denn hingeschrieben? Ich habe es doch in irgendeinem Chat heute noch geschrieben. Kampakt, Peter und ach, irgendeine war doch noch dabei. Eine, wo ich gesagt habe, wie soll die denn jetzt da reinpassen? Störsender TV. Störsender, genau, Störsender TV. Also ja. Die, weiß ich, machen die überhaupt noch was? Ich meine, das. Störsender ist tot. Ja, denke ich auch, ne? Das war damals von dem Kabarettisten. Stefan Hanitsch. Hildebrand. Hildebrand, genau. Dieter Hildebrand, das war so seine letzte Aktion, die er gemacht hat, Störsender. Also wie gesagt, das ist also diese Daten, die dort verwendet werden, sind ja auch schon ein bisschen älter. Also ich denke mal, der grüne Haufen dürfte es noch grüner wirken, ja? Also es geht hier nicht um irgendwelche Webseiten, es geht hier nur um Social Media, was in den Grafiken dargestellt ist, ne? Also das muss bewusst sein. Also es geht da einfach nur um Verlinkungen quasi und wer mit wem das ist. Das sind da Facebook-Teilungen von irgendwelchen Seiten, mehr ist es ja nicht, oder?
irgendwie so hat der das aus zusammengefasst. Aber es zeigt doch auf jeden Fall auf, dass zumindest es ein riesen Haufen an alternativen Medien oder sowas gibt. Ja? Also das ist ja wesentlich größer. Also da ist einiges also sind da nicht nur Medien, sind ja auch zum Beispiel Mahnwachen oder sowas drin und so weiter. Also gut, die dann halt natürlich Facebook auch vertreten sind wahrscheinlich. Aber kannst du vielleicht nochmal in die Mitte scrollen, diese Bindeglieder zwischen Keule und zerschlagenem Ball, die sind auch sehr interessant. Arte, Monitor und oben ist Xavier Naidoo. Ja, unglaublich. Ich komme weder links noch rechts vor, ich freue mich drüber. Ich falle weder in den Mainstream noch in den Pseudostream. Weiß nicht, ob Tom Who Knows hier zu finden ist, da gibt es noch andere Grafiken nachher, aber das war jetzt sozusagen dieser Gegenüberstellung. Diese Vernetzungsgegenüberstellung. Da ist zum Beispiel Vin Diesel ist da bei den Grünen mit dabei. Vin Diesel ist deshalb dabei, glaube ich, weil es gab ein Post von Vin Diesel, wo er den dritten Film Triple X, glaube ich, gefeatured hat auf seiner Seite und wo irgendwelche Streifen, glaube ich, waren am Himmel oder so. Und da haben sich dann die ganzen Leute drauf geworfen und haben gesagt, hier, Vin Diesel glaubt an Chemtrails oder was immer. Und ich glaube, das war das Ding, weshalb er da aufgetaucht ist. Okay. Ja, sehr interessanter Artikel. Auf jeden Fall lest euch den mal durch. Wir können den Link nochmal in den Chat posten. Ja, okay. In diesem Zusammenhang möchte ich auch gleich nochmal erwähnen, dass wir momentan auch Probleme haben, direkt, also ich zumindest, hier Videos hochzuladen und habe ja heute schon mal bei Facebook eine Anfrage gestellt bei ein paar Leuten, ob die eine Ahnung haben. Also wie gesagt, ich habe bei YouTube, momentan bin ich dort begrenzt. Ja? Also ich kann nicht mehr volle Kraft hochladen. Also im Gegenteil, nur noch ganz, ganz, ganz geringe Upload. Wobei es bei anderen Videoplattformen wie Vimeo zum Beispiel überhaupt gar keine Probleme gibt. Also da habe ich die volle Bandbreite. Nun weiß ich nicht, ob das irgendwie was mit meinem Rechner zu tun haben könnte, was ich jetzt nicht glaube, weil es ja wie gesagt sonst auch mal funktioniert hat. Oder ob es tatsächlich so eine Art stille Zensur ist. Habt ihr da irgendwie auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder so? Auch bei euch da, Stefan, gibt es da irgendwie auch so mal ein paar Probleme bei YouTube? Also wie gesagt, das ist jetzt gerade ein Problem, was bei mir so seit knapp 2 Wochen auftaucht, dass ich den Upload nicht mehr, also dass es ewig dauert, bis da was hochgeladen ist. Also Upload wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber mit der Monetarisierung hat man uns halt gekappt, aber nicht ganz gekappt. Also wir müssen quasi jedes Video extra prüfen lassen, ob es monetarisiert werden darf oder nicht. Das ist jetzt auch schon. Ja, das war anfangs nicht so. Das ist jetzt irgendwie seit einem Dreivierteljahr ist das, dass man wirklich jedes Video prüfen lassen muss, bevor. Hast du schon am Helpdesk geschrieben? Nee. Hast du schon am Helpdesk? Schreibe mal einen Helpdesk, weil nachdem ich die 2-3 Mal genervt hatte, ging es auf einmal mysteriös wieder, weil ich hatte dasselbe. Das konstant schon beim Hochladen, 1% Hochladen, ist das Ding schon umgesprungen auf nicht monetarisierbar. Und dann habe ich so viel nachgefragt, die haben alle von nichts gewusst und plötzlich ging es wieder. So, okay, danke. Probier's einmal. Mach ich, ja. Also schau, es liegt auf jeden Fall was in der Luft. Ja. Das ist ja klar, dass man jetzt versucht, ich sage immer Medien mit Alternative, dass man denen versucht halt irgendwie reinzugrätschen. Das ist ja ganz klar. Auf jeden Fall. Und ich habe auch, ich habe die letzten 2-2,5 Monate habe ich mich öfter mal mit Leuten auseinandergesetzt und unterhalten, die jetzt überhaupt nicht aus unserem Metier kommen. Also weder gucken YouTube noch sonst irgendwas. Und ich kann euch sagen, was ich da an wachen Leuten erlebt habe, die wohnen im tiefsten Urwald, die haben noch nicht mal Internet. Und sogar die Leute checken es. Also denen geht auf jeden Fall der Arsch auf Grundeis und das auf jeden Fall zurecht. Also das wird richtig heftig für ein paar Leute, die uns hier jetzt an die Wand spielen wollen. Also ich glaube, Nürnberg war ein Scheißdreck dagegen, was da jemand kommen kann. Wir wollten eine Veranstaltung machen in Wien kommendes Wochenende unter dem Titel Angst, Essen, Zukunft auf. Untertitel wäre gewesen Lösungen und Ideen für freie und offene Gesellschaft. Und da wäre halt...
ich sag mal, von den wirklich umstrittenen Menschen, ja, wäre der Daniele Ganser mit dabei gewesen. Ja, wobei der Typ ja auch an einer Universität unterrichtet. Ja, umstritten ist ja auch wieder so ein Etikett, was man raufdrückt. Ja. Ja? Also umgleich, oh, der ist aber umstritten. Nee, ist er nicht. Ja. Ja, naja, ich fasse es dann umstritten, meine ich halt damit, dass das eine Person ist, wo halt viel diskutiert und gestritten wird. Aber ich sage das immer wertfrei. Ja. Das Problem ist halt, du hast recht, umstritten wird dann auch verwendet, um so jemanden gleich abzuwerten. War mal ehrlich, also, Stefan, wer ist denn nicht umstritten? Ja, also es ist doch normal, selbst ich wäre umstritten, weil es gibt Leute, die sind mit mir nicht einverstanden, mit meiner Meinung oder weiß ich was. Und es gibt Leute, die sind damit einverstanden oder auch Leute, verstehst du, jeder ist doch irgendwo umstritten, wenn es darum geht, ja? Mit seinen Thesen oder mit seinen Ausführungen. Ja. Ja, ist so, ja. Ich meine es wertfrei. Also ich sage mal einfach eine viel diskutierte Persönlichkeit. Ja. Der Daniele Ganser wär da halt mit dabei gewesen. Und dann kam halt ein Artikel gegen diese Veranstaltung und das war einfach letztklassig. Ja. Und das hat halt dann tatsächlich dazu geführt, dass 4 Leute abgesagt haben, weil man dann diesen Artikel verwendet hat, um denen Privatnachrichten und E-Mails zu schicken, um sie so dann aus der Veranstaltung zu drängen. Und das ging halt dann so weit, dass man zum Teil beim Arbeitgeber und bei Arbeitskollegen interveniert hat. Wo ist denn da die Linke dagegen? Hate Speech und Hate Mail und weiß ich was naja, alles? Wo sind sie denn da? Ja? Ich wollte gerade sagen, ich habe dann auf meiner Facebook-Seite eben auch ein Posting gemacht, wo ich eben auch geschrieben habe, dass eben diese neuen Phänomene, wie man sie nennt, eben Hate Speech und Fake News, was man ja immer unter Anführungszeichen der Rechten andichten möchte, das hast du ja bei der unter Anführungszeichen Linken genauso. Ja, also du hast da, das war die Leute, die da gegen uns geschrieben haben, das ist auf dem linken Blog erschienen und der Autor ist eindeutig, ich will gar nicht sagen, einem linken Milieu zuzuordnen, sondern halt kommt eindeutig aus einem antideutschen Milieu, die sich ja für links halten. Und da siehst du halt, dass die genauso mit Fake News arbeiten, mit Verschwörungstheorien. Also der hat zum Beispiel geschrieben, dass diese Veranstaltung, dass hier an einer Querfront gebastelt wird. Was wäre denn so schlimm an einer Querfront? Was ist das Schlimme an einer Querfront? Also ich frage mich die ganze Zeit, was die an diesem Begriff versuchen, wenn es eine Querfront gibt. Es ist doch gut, wenn aus verschiedenen politischen Lagern sich Leute für eine Sache einsetzen und die nach vorne bringen wollen, ja, unabhängig von ihren anderen politischen Einstellungen oder so, ja? Voll d'accord. Ich finde den Begriff Querfront, selber benutze ich den nicht. Ja. Also ich würde nicht sagen, ich würde mit jemandem eine Querfront machen, weil das impliziert ja auch, dass du quasi eine Front gegenüber hast und es kommt irgendwie zu einer Kampfsituation. Ja, das ist halt etwas, was ich eigentlich nicht möchte. Ich versuche halt, so gut es geht, deeskalierend zu sein. Und man hat uns quasi aber angedichtet, wir würden da eine Querfront planen. Ja? Das ist ja Verschwörungstheorie par excellence, die Idee. Ja? Also, aber da geht das halt durch und das wird einfach auch so gefressen dann. Ich schicke euch den Link mal durch. Ja, wie gesagt, sowas ist dann on vogue, ja, dass man, wir haben das ja bei anderen Veranstaltungen ähnlich, siehe Vax zum Beispiel, ja, was da für eine Geschichte abgelaufen ist und so weiter. Also da ist das alles in Ordnung, da dürfen die Leute hetzen und Lügen verbreiten in den Medien, um so einen Film zu verhindern, ja, aber stellt euch mal vor, das würde eine AfD machen oder eine andere Gruppierung oder eine andere. Michi, Lügen verbreiten wäre ein Ding, aber die haben dort mit physischer Gewalt und das von Angesicht zu Angesicht gedroht. Das auch noch dazu. Aber ich meine, was in den Medien ja angekommen ist, ist ja, dass es da etliche Artikel gibt, bis zum RKI hin und weiß ich was. Also offizielle Behörden, die dieses Bashing betreiben, ja, gegen eine
sagen wir es mal so, es ist ein Film, eine Meinungsäußerung oder ein Dokumentarfilm, der in einer freien Gesellschaft seinen Platz hat. Ja, und als Behörde habe ich da neutral zu sein, ja, und nicht Partei zu ergreifen für irgendetwas. Ja, wenn es Kritik gibt, dann muss man die auch aushalten können. Ja, aber dieses blöde Bashing mit Argumenten, die längst ad absurdum geführt worden sind, ja, immer wieder dieses Gleiche, diesen Klakor, den man da hört, ja, das ist wirklich lächerlich, und aber wie gesagt, das ist dann da in Ordnung, ja, aber dann gibt's hier diese anderen Heinis da von Funk, die dann hier über Queer und Schieß mich tot und weiß ich was da diskutieren und wie sie diskriminiert werden und die bösen Hater im Netz und weiß ich was alles, ja, dann fangt doch mal an bei euresgleichen dort, ja. So. Ja, aber im Endeffekt müssen wir das Ganze ja loben. Ne? Sie zerlegen sich ja jedes Mal selbst dadurch. Guck dir Wächst an. Wächst war quasi überhaupt nicht auf der Tagesordnung hier in Deutschland. Und dann wurde die ganze Maschinerie aufgefahren. Und was war dann passiert? Erst waren kaum Kinos gebucht und dann mussten sie Kinos nachbuchen. Und jetzt läuft das Ding im ganz deutschsprachigen Raum, geht es durch die Decke quasi. Also im Endeffekt haben sie genau das erreicht, was sie verhindern wollten. Und das machen sie auch regelmäßig. Ja, das ist ja auch jetzt mit unserer Veranstaltung so gewesen. Also ich habe ja in meinem Bekannten- und Freundeskreis, auch im familiären Kreis, ich stoße ja nicht immer auf offene Ohren mit dem, was ich mache. Und wir diskutieren da zum Teil sehr, sehr heftig und oft. Und selbst die sehr kritisch sind mir gegenüber, haben jetzt irgendwie auch gesagt, das geht einfach zu weit. Ja, das ist so eine schäbige Aktion, das tragen sie nicht mit weiter. Du hast es ja auch selbst ist ja schon mehrfach aufgetaucht, dass du auf Deutschlandfunk oder auf solchen Sendern im Radio dann praktisch versteckt den Hinweis bekommst, dass da und da eine AfD-Veranstaltung ist und man damit sozusagen die Leute indirekt darauf hinweist, geht mal da hin und macht mal Rabatz, so, weißt du, also da gibt es auch mehrere Beispiele, die gelaufen sind, was das betrifft, also das hast du selbst da, ja, also selbst in den öffentlich-rechtlichen Medien werden dann unliebsame, also der politische Gegner mit solchen Mitteln bekämpft, ja. Also es ist unglaublich. Ja, ja, ja. Na, und vor allem, es ist ja nicht so, dass das was Neues ist, ja. Wenn man wirklich in die Geschichte schaut, dann könnte man ja sehen, okay, wir hatten schon mal eine Zeit, ja, wo sich die politischen Lager in die Fresse geschlagen haben auf der Straße. Man weiß ja, wo das hingeführt hat, aber Es passiert halt nichts. Ja. Das Wissen wäre ja da. Das Wissen wäre da, aber es darf nicht angewandt werden. Naja, du hast ja die Sozialwissenschaften, dieser ganze Kram, der alles sozusagen dafür erfunden wurde oder dafür benutzt wird, und das haben wir in der Nazizeit gehabt, das haben wir im Kommunismus gehabt, das haben wir in jeder Gesellschaftsordnung, dass gerade diese Wissenschaften dazu benutzt werden, um Ideologien einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben. Ja? Und dass selbst diese Leute nicht erkennen, in welcher Position sie sind, gerade in solchen Fächern Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften mittlerweile ja auch, ja. Das ist ja das Unfassbare, dass sie praktisch den anderen immer vorwerfen, sie werden Nazis, sie werden rechts und weiß ich was, und aber genau die gleichen Stereotypen darstellen, abbilden, weißt du, in ihrem Verhalten, ja. mit ihrer Verhaltensweise. Das ist ja das Schizophrene, ja. Ja, voll. Ein ganz bizarres Beispiel dafür kam ja hier in den letzten Tagen auch aus Amerika. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Vielleicht Alex, vielleicht hast du das gesehen hier. Da war der große March Against Sharia Law oder so ähnlich. Ja. Und dort sind dann auch eben linke Gegendemonstranten gekommen. Und dass einige von denen sind schon wirklich, also halt in Kampfmontur gekommen, ja, mit Helm drauf und Helm auf und Knüppeln in der Hand und fangen halt an, dann auf die Leute einzuprügeln. Polizei ist eher passiv. Manchmal versucht die Polizei dann, wenn es zu arg wird, dort ein bisschen einzugreifen. Und dieselben Typen, die noch den Knüppel in der Hand haben, schreien dann gegen die Polizei, hey, wie behandelt ihr mein Grundrecht auf Meinungsfreiheit und sowas und so. Und dann denke ich mir, Mann, ey, das kann man wirklich angucken. Da gibt es stundenweise hier auf Footage auf YouTube. Aber es sind zum Teil wirklich Typen, die den Knüppel noch in der Hand haben und der beschwert sich über freie Meinungsäußerung, dass er unterdrückt wird. Nicht mehr, das kann nicht sein so. In was für einem Geisteszustand muss dieser Mensch gerade sein? So, ja? Also egal, welche politische Richtung das ist, wie geht das zusammen? Ne? Ja, es ist mal, die Leute sind halt,
aufgehetzt. Ja. Also es ist, es, man hat, man, man steht, ich, es, man steht einfach unter Druck, ja, und das entlädt sich dann über kurz oder lang unter der und mit Gewalt. Weil das halt diese psychologische Kriegsführung ist und viele sind dessen überhaupt nicht mächtig. Weil was so unheimlich ist, also man hat schon manchmal den Eindruck, das ist so ein, jetzt ringe ich um Worte, hysterisch ist so ein blödes Wort eigentlich, aber es ist so ein Zustand, die Leute sind nicht mal bei sich selber so, hallo, wach mal auf, so mal ein Glas Wasser nehmen und überleg mal, was gerade passiert, in welcher Situation bist du gerade. Und das ist, das fällt einem mehr und mehr auf in dieser heutigen Welt, dass immer mehr Leute auch in so extrem emotionalen Zuständen aus sind, die sie überhaupt nicht mehr tragen können, ne? Und dann wie irrational handeln. Und das siehst du in ganz vielen Richtungen. Das ist auch nicht nur in eine Richtung politisch gesehen. Das kannst du an ganz vielen, vielen Ecken und Enden gesellschaftlich beobachten. Nicht nur bei uns, also auch nicht nur in den westlichen Gesellschaften. Das siehst du in ganz vielen Ländern. Das ist auch, oder einfach gesagt, die Leute drehen durch. Also ganz viele so. Naja, mit einem Feindbild hat der Tag halt Struktur, ja. Und das kommt noch dazu, ja. Und das ist ja, deswegen spielt da, also jetzt gab es auch noch, ich glaube, das werden wir bei Fake News nochmal aufarbeiten am Donnerstag, ein Artikel und ein Video von der Tagesschau, glaube ich, war es. Da ging es darum, dass der Osten so ausländerfeindlich ist und so rechts ist und so weiter. Und das liege halt auch daran, dass man natürlich in der DDR keinen Kontakt hatte zu ausländischen Mitbürgern. Also so eine plumpe, dumme Grütze, die da erzählt wird, ja, warum der Osten so fremdenfeindlich wäre und weiß ich was alles, ja. Also im Osten ist keiner fremdenfeindlich, es ist nicht fremdenfeindlicher als woanders oder wie auch immer, ja. Im Gegenteil, es ist vielleicht auch noch herzlicher, ja. Aber es geht ja um ganz anderen Sachverhalt, um eine Umvolkung, die hier stattfindet, ja, wo sich gegen sich die Leute letztendlich wehren. Und wenn einfach mal bei Wikipedia mal nachguckt, ja, zum Beispiel ausländische Arbeitskräfte in der DDR und so weiter, dann könnt ihr mal sehen, wie viele Tausende Mosambikaner, Vietnamesen, Polen, was hatten wir noch, Kubaner hatten wir viele und so weiter, hier in der DDR als Gastarbeiter unterwegs waren, ja, und so weiter. Also das ist alles eine furchtbare Propaganda, die hier auf uns einprasselt, jetzt gerade. Also es ist so schwer zu ertragen, ja. Schau, du kannst Bosse nur anschauen. Es gab da eine Umfrage erst vor kurzem in Österreich, dass irgendwie, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, es waren 64% der Menschen, der befragten Menschen in Österreich, wünschen sich eine starke Führung zurück oder einen Führer zurück. Also nicht Führer war nicht das Wort, wie einen, also einen Anführer quasi zurück, ne? Alleine, dass dieses Gedankengut sich wieder verbreitet und halt doch offensichtlich mehr wird. Und es ist, dieses Aktion-Reaktion-Spiel treibt halt die Lemminge emotional in eine Richtung, clasht sie gegeneinander auf. Und da geht es gar nicht zwischen Muslime und Christen. Das fängt ja bei uns im Chat an mit aus der Truther-Szene und so weiter. Also das ist, da müsste man halt anfangen. Und wie es der Frank auch gesagt hat, es ist halt so, es beginnt halt schon auch, wenn du an der Kasse stehst. Die Leute sind gestresst, können nicht umgehen mit dem Informationsflut, dem emotionalen Ballast, mit sich selbst und so weiter. Und das wird halt alles nach außen abgelagert. Und das ist das, was uns das Genick brechen kann als Gesellschaft und nicht nur in Deutschland oder so, sondern weltweit. Da hast du mir ein super Stichwort gegeben, weil genau das wollte ich halt auch nochmal sagen. Wir hatten ja diese Geschichte Rock am Ring, ja. Da hatte ich zum Beispiel auch die Pressekonferenz online gestellt mit anderem Material, was mit Handys gedreht wurde und so weiter. Und dann ging es auch gleich wieder los, ja, der Lieberberg, Jude und weiß ich was, ja, all solche Dinge, wo ich sage, mein Gott, man muss es doch auch ein bisschen differenzierter sehen. Ich glaube nicht, dass ein Lieberberg mit in irgendeiner NWO-Verschwörung was zu tun hat, ja. Ich meine, das ist ein Geschäftsmann, vielleicht hat er auch ein paar geschäftliche Vorteile, ja, durch seine Religion, das weiß ich nicht, keine Ahnung, ja. Und er sieht einfach, dass jetzt die Kohle flöten geht, ja. Dass das natürlich ein wirtschaftlicher Verlust ist und hat einfach mal ein paar wahre Worte gesagt. Aber obwohl wir das unkommentiert reingestellt haben, ja, hat sich wieder gleich alles entzürnt oder viele da entzürnt und so weiter, was ist eine Fake-Rede und weiß ich was alles war und das war schön inszeniert. Ja klar, wir wissen, ja, also das, was das Ziel ist und das, da glaube ich, sind wir uns alle einig, das ist der Clash der Kulturen. Ja, man will die Leute gegeneinander hetzen und deshalb baut man natürlich den Popanz
Islamismus auf, findet dort auch natürlich Protagonisten, die dafür Scheiße bauen. Genauso baut man den rechten Popanz auf, ne? Wo wir wissen, mit NSU und weiß ich was alles, ja, wer da wirklich hinter steckt, um größere Aktionen sozusagen zu machen. Ja, und man baut den noch einen Popanz auf und noch einen Popanz auf. Ja. Im Prinzip müssten wir so schlau sein, und uns auch mit den Muslimen eigentlich vereinigen. Ja? Wir müssten einfach sagen, so Leute, wir müssen nicht gegeneinander kämpfen und uns gegeneinander aufhetzen lassen. Wobei ich natürlich auch dann sagen muss, würde ich mir wünschen, dass die muslimische Gemeinde auch mehr Farbe bekennt dazu und sagt, wir haben damit nichts zu tun. Wir wollen nicht, dass es Terroranschläge gibt. Das hat mit unserem Glauben nichts zu tun. Aber da sitzen halt auch Strohmänner, ja, in den führenden Moschees und so weiter, die natürlich dann wieder zu den Diensten Kontakte haben anscheinend, die dann natürlich auch die Schäfchen sozusagen in der Moschee vergiften, ja. Und, aber Micha, also lass mich ganz kurz zu Ende reden. So. Ne, aber das ist zum Beispiel, ich hab ja mal auch geschaut, warum der Zentralrat der Muslime hat weder zu Manchester noch zu irgendeinem anderen Anschlag, der den Muslimen in die Schuhe geschoben wird oder offiziell gesagt wird, es ist halt ein Terroranschlag gewesen und so weiter, der ISIS oder wie auch immer, der extremen Islamisten. Gibt es nicht ein Statement dazu, dass man sagt, wir distanzieren uns davon, wir wollen einen friedlichen Weg, wir wollen eine friedliche Koexistenz und so weiter. Und sowas würde ich mir halt mehr wünschen auch, weißt du, von dieser Seite, sodass es auch leichter fällt, aufeinander zuzugehen und das wirkliche Problem hier zu lösen. Ja, also das, was Stefan ja auch gesagt hat, also nicht nur die Oberfläche, sondern die Probleme, die dahinter sind, anzugehen. Ja, also wer treibt hier die Völker aufeinander, welche Kräfte sind das und dass wir das einfach nicht mit uns machen lassen, ja, dass dieser Clash der Kulturen halt nicht letztendlich aufgeht, dieser Plan. Ich sehe das ähnlich, ja. Also ich denke mir, dass, wie du sagst, ja, man müsste eigentlich aufeinander zugehen und so dann durch eine breite Zivilgesellschaft, weißt du, wenn es da solidarische Gesellschaft gibt, eine breite Zivilgesellschaft, dann kann es eigentlich gar nicht irgendwie zu wirklich gewaltvollen Auseinandersetzungen kommen. Nur das ist nicht gewünscht. Und da möchte ich nochmal zurück eben zu dieser Konferenz, die wir da machen wollten. Ich habe ja die Absicht gehabt, da ja wirklich aktiv muslimische Mitmenschen aus Wien oder Österreich einzubinden, was mir gelungen ist. Ja, also ich hatte zwei Moderatorinnen, die zwei junge, taffe Mädels, beide Muslimas mit Kopftuch. Super stark im Auftreten, sehr engagiert beide. Ja, und dann hatte ich noch zwei dabei, die halt einen Vortrag gemacht hätten. Und dann wäre noch die Natasha Kelly dabei gewesen. Das ist eine spannende Frau, die lebt in Berlin, ist eine Schwarze, ist eine deutsche Staatsbürgerin und die ist halt irgendwie Doktor der Kommunikationswissenschaften oder so. Und dieser Schmähblock, der da gegen uns ging, hat sich dann im letzten Absatz hat er sich halt genau gegen die Leute mit Migrationshintergrund gerichtet und hat quasi die Frage gestellt, warum habt ihr es notwendig, bei so einem Kongress mit antisemitischen Verschwörungstheoretikern aufzutreten? Ja. Und davon haben sie sich noch nicht beeindrucken lassen. Also die Natasha Kelly gar nicht, die ist tough geblieben. Ja, aber nur, das ging halt dann so weit, dass man bei den Mädels in der Arbeit oder im persönlichen Umfeld interveniert hat und dann sind sie abgesprungen. Ja, und ich denke mir halt, es ist anscheinend wirklich so. Ja, es ist nicht gewünscht, dass es eine breite Zivilgesellschaft gibt. Ja, es ist schon gewünscht, dass es eine breite Zivilgesellschaft gibt, aber diese Zivilgesellschaft, wie gesagt, die muss natürlich kontrolliert und gesteuert sein. Deswegen haben wir ja diese etlichen NGOs und weiß ich was, die von Soros bezahlt werden, die diese Zivilgesellschaft angeblich darstellen und dort wird halt dieser ganze politisch korrekte und politisch gewollte Müll nach vorne gebracht und finanziert und Demonstrationen organisiert und so weiter. Also sie wollen schon eine breite Zivilgesellschaft, aber natürlich mit den Ideologien, die für das System natürlich förderlich sind. Ja? Und die anderen, das sind natürlich die Verschwörungstheoretiker und die Antisemiten. Ja, ja, aber ich weiß gar nicht, gibt es das noch? Eine breite Bewegung? Nee, gibt es eigentlich gar nicht mehr.
Ne? Weil schau, wenn du schaust bei, in Deutschland, in Berlin 2003, diese Antikriegsdemos gegen den Irakkrieg, ich glaube, da waren in Berlin über 500.000 Menschen auf der Straße. Ja. Und das ist jetzt 14 Jahre später ist das einfach verpufft, ja. Obwohl das Netzwerken doch viel einfacher wäre. Ja, aber man muss auch sagen, und da würde ich gerne nochmal auf die Doku zurückkommen, es wird scheinbar von den Propaganda-Angestellten, die dort für die PR zuständig sind, wird, glaube ich, gerade eine andere Taktik gefahren. Und zwar sehe ich das einmal jetzt hier mit der Doku, die Bild raushaut, die ja, Bild muss ja Israel eh schützen. Also da wird jetzt quasi, bevor auf Israel, also man möchte Israel gerne als Opfer darstellen somit quasi, also das ist meine Ansicht, ganz klar, also wer diesen Propagandastreifen gesehen hat, der kann sich da selber seinen Teil überbängen, aber bedenken. Aber man möchte ganz klar den Israel als Opfer darstellen lassen oder die Juden und somit quasi über deren Machenschaften einfach hinweg täuschen oder was auch immer. Also ich finde, gerade in Angesicht dieser Doku sollten wir viel, viel, viel mehr Israel-Kritik üben. Ja, also wesentlich mehr, weil da ist es wirklich angebracht. Und die gleiche Taktik konnte man jetzt auch bei, um nochmal aufs Impfen zurückzukommen, kommen wir immer wieder, bei Vext in der Schweiz sehen. Da war es halt so, der Film wurde gezeigt, er wurde dann auch wieder von ein paar Kinos, glaube ich, gecancelt. Aber da hat man dann gleich auch zum Angriff geblasen und hat dann nicht gesagt, irgendwie guck nicht den Film, sondern ist gleich in das andere Extrem gegangen und hat versucht, eine Impfpflicht ins Spiel zu bringen. Also es wird scheinbar mit härteren Geschützen dort jetzt geschossen. Und ich glaube, also mir kommt es irgendwie so vor, als ob das irgendwie eine Taktik ist, die jetzt öfter angewandt wird. Da können wir nochmal in Zukunft schauen, wie das dabei sich weiter verhält. Na, du siehst ja auch schon wieder im Chat und so weiter. Ich scrolle ja auch mal hoch und so weiter. Also wie gesagt, dass dann... ja, ich vereine mich doch nicht mit den Muslimen oder weiß ich was. Ja, ich meine, welche Überlebenschance habt ihr denn, wenn ihr das Spiel angeblich durchschaut habt? Also wenn ihr wirklich aufgewacht seid, dann muss das zumindest klar sein, dass wir, wenn wir gegeneinander kämpfen, ja, was geplant ist aus meiner Sicht, ja, dann gewinnt die Seite, die das Chaos will und ihre neue Weltordnung haben möchte. Ja, also ich rede natürlich nicht von irgendwelchen durchgeknallten Arschlöchern oder so, aber die hast du halt überall auf der Welt, das ist nun mal eben, so. Ja? Eben, und, ganz und, genau. Und die sich natürlich auch, du hast es doch im linken Spektrum genauso, die Antifa, die auch alle indoktriniert sind und sich zu Gewalt aufraffen gegen Andersdenkende. Du hast es auch bei den Rechten, ja, dass es dort extreme Gruppen gibt und so weiter, die alles kaputtgeschlagen oder weiß ich was oder wie auch immer. Ja, also das hast du ja überall. Und natürlich werden diese, wie gesagt, wer das noch nicht verstanden hat, ja, also dass diese dieser islamische Terror ein Produkt der CIA ist, ja, und das Mossads, ja, dem kann ich auch nicht mehr weiterhelfen. Und genau das soll das nämlich verursacht werden, dass wir so einen Hass entwickeln gegeneinander, auf die Ungläubigen von den Muslimen ausgesehen. Ja, und das natürlich in den sozialen Strukturen überall zu finden ist. Klar, es sind unhaltbare Zustände an den Schulen teilweise und das hat nichts damit zu tun, zurückzutreten oder weiß ich was, aber es ist einfach eher ein Appell auch an die Muslime, die sich gegen den gemeinsamen Feind sozusagen mit uns normalerweise an einer Seite kämpfen sollten und nicht gegen uns und wir gegen die, weil das kann nur den lachenden Dritten sozusagen helfen zu gewinnen. Eben, und der lachende Dritte habe ich heute zufällig beim Vorbeigehen gesehen, lag eine Bildzeitung da. Aufmacher war syrische IS-Unterstützerfamilie kriegt Stütze vom Staat oder so. Also fett, mega fett, halbe Seite, über eine halbe Seite. Also die Bildzeitung, also unsere, die Bildzeitung hätte es ja sowieso gegen alles und jeden quasi, aber da ist doch ganz klar, dass die Bild-Zeitung ganz klar aufstichelt. Ich meine, dass sie Israel-konform ist und ganz klar, wie die schreibt, steht ja schon in deren, wie auch immer, wie nennt man das, Statuten oder was auch immer, in deren Anforderungen auch für die Journalisten, die dort arbeiten oder Verträge bekommen, dass sie halt so schreiben müssen, aber es wird halt offiziell vom Mainstream, nennen wir es mal Mainstream, wird halt gehetzt und das ist, dann beschwert man sich über Hate Speech und Fake News. Ja, und dann
zieht man aber auch gegen, zum Beispiel gegen Pegida ins Feld, ja, von der Bild. Das siehst du halt, das wird aufgebaut, ja. Ja. Das wird aufgebaut und dann, wenn es da ist, wird wieder draufgeschlagen. Und das macht ja noch mehr Druck. Ganz genau. Also ich lese ja jetzt die Kommentare nicht mit. Also ich schaue nicht auf YouTube mit, was ja vielleicht ganz gut ist, was mich jetzt auch bewahrt, vielleicht davor Beleidigungen zu lesen, die mir jetzt gleich entgegenschlagen. Ich kann nur sagen, ich war jetzt im Rahmen dieser Konferenz, ich bin ja wirklich auf muslimische Communities zugegangen und ganz liebe Leute, wirklich alle ganz liebe Leute. Und ich war jetzt vor kurzem bei so einem Fastenbrechen mit dabei, so eine Ramadan-Feier. Da waren so 100 Leute ungefähr, viel Junge dabei. Super Leute, ja, wirklich alle total lieb. Und was mich fast beschämt hat, war, wie sehr, das sind ja alles Österreicher von denen. Ja, die haben ja alle einen österreichischen Pass und so. Das ist ja zweite, dritte Generation. Wie sich die gefreut haben, dass ich da als ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, als Bio-Österreicher, dass ich da hingehe und mit denen ihr Fest feiere. Ja? Weil die ja auch, so wie bei uns viele glauben, die mögen uns nicht, so glauben ja bei denen dann auch viele, die mögen uns nicht. Ja, also das sind so Vorurteile, in denen wir alle irgendwie drin hängen und drin hängen müssen ja auch zum Teil. Wir haben ja letztes Monat so eine Orga-Diskussion wegen dem Kopftuch gehabt, ne? Und ich habe eine lange, lange Mail bekommen von jemandem, ich glaube es war aus Saudi-Arabien, der berichtet hat, halt die muslimische Sicht quasi. Und er sagt, weißt du, es gibt so viele Frauen, die so gerne ein Kopftuch tragen würden, einfach weil sie es gern machen aus Glauben, ganz egal, nur sie trauen sich nicht, weil sie wissen, weil sie merken, wie sie angeschaut werden in der U-Bahn und so weiter und sie verkraften das nicht und weil sie diesen Hass einfach spüren. Mhm. Und weißt du, da lese ich das halt und denke mal, es ist nicht... Das sind ganz normale Leute teilweise, wie es der Stefan auch sagt. Es ist so traurig, weil es gehen ja beide Seiten. Man sagt immer, die sollen zugehen. Aber wenn man mal wirklich, wenn man es will und mit denen in Kontakt tritt, die sind nicht viel anders wie wir. Im Gegenteil. Naja, wie gesagt, es ist... Wir haben die Oberfläche, die wir sehen. Ja? Dort sehen wir das Problem, dass wir überrannt werden momentan. Ja? Dass es No-Go-Areas gibt, dass es praktisch eine Überflutung gibt. Das Ganze hat auch oberflächlich gesehen Gründe, die man auch sehen kann. Sprich die Kriegssituation, das Bomben der Amerikaner, die geostrategischen Dinge, die dort sozusagen dazu führen. Also die das natürlich provozieren und natürlich plus die Beförderung der ganzen Geschichte. Das ist doch alles klar. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Leute, die sich auf den Weg machen, aus welchem Grund auch immer, ob sie nun Flüchtling sind eines Krieges oder Glücksritter sind, ja, weil sie sich hier das bessere Leben versprechen oder ihnen das hier weiß gemacht wird, dass es hier viel besser ist. Ich glaube nicht, dass die sozusagen ihre Heimat verlassen würden, ja, wenn dort sie die gleichen Möglichkeiten und Chancen hätten, sich zu entwickeln und in Frieden zu leben. Ja, und dann wäre diese ganze Diskussion, weil was wir jetzt erleben, ist ja klar, ich meine, es ist eine Angst, eine Überlebensangst, oh Gott, was ist, die kommen alle her und die hat jeder Mensch, das kann sich keiner von freisprechen, auch ich würde sagen, habe diese Angst, was ist, wenn ich mir die Zahlen angucke, sind wir hier bald tatsächlich eine Minderheit, was passiert mit unserer Gesellschaft, wie wird die sich verändern, wenn das natürlich in diesen, sag ich mal, Frontengedanken natürlich, wenn der Bein dabei behalten wird, also dass man nicht aufeinander zugeht oder wie auch immer, aber wenn wir hinter dieser Oberfläche mal nachgucken, wie gesagt, was die Konsequenz wäre, wenn die Leute miteinander reden würden, ja, und wir das in den Griff kriegen würden, dass wir nicht mehr diese geostrategischen Kriege und diesen ganzen Müll, den die Leute auch noch hinterherlaufen, sich davon vereinnahmen lassen, ideologisieren lassen, wenn wir das alles beiseite packen könnten, ja, dann hat jedes Volk, ja, von Gott seinen Platz bekommen auf dieser Erde und kann dort glücklich und nach seiner Fasson leben. Ja, und dann gibt es keinen Grund mehr für Zank und Streit und weiß ich was alles, ja. Und das hört sich zwar vielleicht utopisch an oder wie auch immer, aber genau darum geht es ja letztendlich. Ja? Also welche Chance haben wir denn? Also entweder enden wir jetzt in einer Auseinandersetzung, in einem Clash sozusagen der Kulturen. Wir hören ja jeden Tag, dass irgendwo einer erschossen, ermordet, vergewaltigt, schießt mich tot. Also das ist mittlerweile ja seit Monaten Alltag. Entweder ändert sich unser Land komplett
komplett, ja, in diese Richtung, also eine Veramerikanisierung, wie ich schon vor Jahren gesagt habe, dass wir veramerikanisiert werden in allen Sachen und halt auch dieses Problem der Kriminalität sozusagen dadurch ansteigt, der Verrohung der Gesellschaft, ja, oder wir schaffen es, irgendwie aufeinander zuzugehen und zu sagen, wir lassen das nicht mit uns machen und wir wollen, haben alle ein Anrecht, hier auf dieser Welt zu leben und wir haben alle unsere Heimat und wir wollen da glücklich sein und dort uns entwickeln können nach unserer Fasson, ja, wie gesagt, und wer halt dann das auch nicht schafft oder wie auch immer oder da keinen Bock zu hat, sich zu entwickeln, ja, das ist dann auch ihm selbst überlassen, ja, also wenn Leute halt meinen, sie müssen halt eine Scharia leben, ja, dann sollen sie das doch gerne machen, aber sollen bitte die anderen damit in Ruhe lassen. Ja, ja, die halt, sehe ich auch, ne, so. Ja. Ne, die Scharia halt nicht für ihr ein und alles halten. Ja? Also wie gesagt, also diese nicht tolerieren, sondern akzeptieren, das gegenseitige Akzeptieren, dass es da was anderes gibt und das kann ich akzeptieren, ich muss es nicht tolerieren, ertragen, ja? Sondern ich akzeptiere das und die können ihr Süppchen kochen, ich koche mein Süppchen und ich quatsch denen da nicht rein und die quatschen mir nicht rein und dann ist doch alles gut. Ja, aber diese Religion, nicht alle, aber die meisten großen Religionen, diejenigen, die missionieren, also Christentum, Islam, Buddhismus auch, die tragen aber in sich halt schon diesen Absolutheitsanspruch, diesen universellen Anspruch. Die sagen eben nicht, wir sind nur eine Religion für die Araber oder wir sind nur eine Religion für die Franken oder wie auch immer, sondern nee, das ist dieser universelle Gedanke. Und wir hatten ja letztens erst Pfingsten, das ist doch genau so, diese Botschaft geht raus in alle Welt und bringt diese Story. Und das wird dann auch mit dem Glauben verwoben, wenn dann auch der letzte Mensch die Geschichte gehört hat, dann kommt der Christus wieder zurück und so. Das birgt ja schon in sich drin, diesen Aufruf eben rauszugehen. Das ist von und Leute, die dann in diesen Religionen leben, die können dann auf Dauer auch nicht nur an ihrem Platz bleiben. Also grundsätzlich breitet sich das halt aus. Ja, also ich meine, das ist jetzt ein bisschen unglücklich formuliert, natürlich in ihrem Platz bleiben, aber ihr versteht, diese Expansion ist in diesen Religionen schon in der Religion drin, das bringst du da nicht raus. Wenn das Christen sind, dann tragen sie das auch nach außen hin. Das ist richtig, nur die Frage ist ja, ob das im Menschen drin ist, dieser Drang zur Expansion. Ja, und das glaube ich halt nicht. Ich glaube halt, wenn jemand ein dringendes, einen missionarischen Eifer hat und andere von seiner Lebensweise überzeugen will, dann hat er ja auf gewisse Art mit sich selber ein Problem. Ja, aber wie könntest du es machen? Ich denke mir, wenn die meisten Leute, die einfach gechillt und in Ruhe und in Frieden leben wollen, ob das Juden, Christen oder Moslems oder Buddhisten sind, ich glaube nicht, dass die irgendwie an missionarischen Eifer haben. Aber du siehst, also ich habe das selber halt schon auch erlebt. Also gerade wenn du ein bisschen freakiger rumläufst wie unser eins, was ich habe das schon erlebt. Da gibt es irgendwelche Christenfanatiker oder so, die projizieren halt da was in dich rein. Ja, also, ja. Leben und leben lassen, das funktioniert für diese Leute nicht, weil die lassen dich nicht leben. Die sagen Leute wie ihr, und das ist nicht nur bei mir so. Ich meine, guck dir an, diese Angriffe, die jetzt kommen auch auf Rock'n'Roll, auf Konzerte und so weiter. Der ganze moderne Lifestyle. Jeder von uns, der hier diesen modernen Lifestyle lebt, in den Augen von gewissen Extremisten, und das sind nicht beileibe nicht nur Moslems, die sind natürlich im Moment gerade sehr präsent, Dschihad und diese ganzen Geschichten, aber es gibt genauso auch Hardcore-Christen, in deren Augen bist du des Teufels. Weißt du? Da ist da nichts mehr mit leben lassen. Die lassen dich nicht so, wie du bist und nicht deine Einstellung zum Leben. Ja? Und das ist ja, das, da ist keine Toleranz zu erwarten. Das heißt, wenn man so sagt, naja, müssen wir gucken, dass wir es irgendwie tolerieren können. Die tolerieren aber uns nicht. Also das ist leider ein Problem. Und nur um noch eine Religion da einzuweben, hier in Israel kann man das auch sehr schön sehen. Ja? Den Konflikt, den es da gibt zwischen eher weltlichen Israelis und den Orthodoxen. Weißt du, da gibt's die Orthodoxen, die sagen, hey, am Sabbat, da gibt es gewisse Regeln, an die du dich halten musst. Und da darfst du zum Beispiel in kein Kino gehen. Es gibt aber andere, sogar zum Teil Leute, die gerade in der Armee sind, junge Soldaten, die da ihren Dienst tun, um genau diese Orthodoxen zu beschützen. Und die wollen am Wochenende halt mit ihrer Frau dann ein bisschen Party machen. Und die werden dann zum Teil mit Steinen beschmissen und so weiter. Da ist keine Toleranz drin. Wenn Leute in diesen Religionen festhängen, dann haben sie immer auch gleichzeitig diesen Missionierungsanspruch beziehungsweise diese moralische Überheblichkeit. So definiert sich auch Religion. Und ich bin auch voll bei dir. Das ist eigentlich nicht im Menschen drin. Das ist Quatsch. Das ist Mindfuck.
Kennt ihr Arno Grün? Habt ihr das irgendwie am Schirm gehabt mal oder gelesen? Mhm. Also speziell Der Fremde in uns ist ein spannendes Buch von ihm, wo es halt darum geht, dass wir Menschen quasi, er führt es halt auf die Erziehung zum Gehorsam zurück, dass wir ihn sehr als Kinder und zum Teil als Kleinkinder auf Gehorsam trainiert werden und dass das nur dann funktioniert, wenn du von dir selbst entfremdet wirst und dieser fremde Teil von dir, das führt dann dazu, dass du alles, was dir in der Außenwelt als fremd erscheint, dass du den Hass, den du eigentlich dir selbst gegenüber empfindest, auf das andere projizierst. Und das, ich merke das zum Beispiel auch, ich habe ganz lange Haare und einen relativ langen Bart und wohne in so einem gut bürgerlichen Bezirk in Wien. Und ich finde das immer sehr lustig, wie man mir da begegnet auf der Straße. Und das sind aber keine religiösen Leute, die da herumlaufen. Ja. Aber ich passe irgendwie nicht in ihr Bild dieses Bezirks. Ja. Und das alleine reicht schon, um mir irgendwie feindselig zu begegnen oder abschätzend zu begegnen. Ja. Ja, also, Spiegeln an der Wand. Ja, wie gesagt, also ich, wenn man die Kommentare verfolgt, wie gesagt, also dass einige, entschuldige diesen Ausdruck, aber zu dumm sind, Toleranz und Akzeptanz noch nicht mal zu unterscheiden, ja, und uns wieder Worte in den Mund legen, das ist so schlimm. Also ich meine, wenn ihr jemanden sucht, die den Hass und ja, wir haben eine rosarote Brille, ich habe keine rosarote Brille, ich sehe doch die Probleme, ja, die sprechen wir doch auch hier im Kulturstudio an und diskutieren aber es ist doch wie immer die Oberfläche, ja, das versuchen wir doch nur klar zu machen. Natürlich, wie Frank schon gesagt hat, es ist schwer, ja, eine Religion, die natürlich auch nicht wie das Christentum eine Art Revision durchgemacht hat, ja, also eine Erneuerung auch durchgemacht hat und sich dort auch in gewisser Weise verändert hat, wie das Christentum zum Beispiel oder so, was du jetzt beim Islam halt weniger hast, da gab es ja keine Reformation in dem Sinne, ja, ist natürlich auch noch ein großer Knackpunkt, keine Frage, ja, und natürlich muss man auch in der Situation, in der man ist, natürlich reagieren, das heißt, wenn es diese aufgehetzten Massen gibt, auch aus einer Religion, aus welcher auch immer, und das ist eine Gefahr, dann kann ich natürlich nicht sagen, ja, da muss ich natürlich dann auch dementsprechend Maßnahmen ergreifen und so weiter, aber der Grund oder das Bestreben muss doch sein, mit diesen Leuten versuchen ins Gespräch zu kommen beziehungsweise dort den Frieden zu schüren und nicht den Hass, weil wie gesagt, das ist ja das, was gewollt ist, dass wir uns gegenseitig hier zerfleischen, ja, auch wenn ich das verstehen kann, dass es da draußen so viele Schweinereien gibt und Sachen gibt, die natürlich vielleicht auch zu einer Seite dann, also die eine Seite natürlich bestärkt, also gerade durch die Einwanderungskrise und so weiter. Ja, das ist, ich will das auch alles nicht, ja, und das hat nichts mit falscher Toleranz zu tun oder sowas, sondern ich möchte einfach, wie gesagt, Gott hat jedem Volk auf der Erde sein Stück Land gegeben, wo es sich verwirklichen kann und ich möchte einfach zurück zu dieser göttlichen Ordnung. Ich möchte einfach nicht diese satanistische neue Weltordnung, nenne ich sie jetzt mal, sondern ich möchte die göttliche Ordnung wieder zurück. Ja? Das ist das, was ich möchte letztendlich. Ja? Also ich weiß nicht, wie ich mich da noch anders ausdrücken soll. Ja? Da gibt es Leute, die müssen ja so voll Hass sein, dass sie, ne, ich sehe schon die Realität. Ich sehe, dass es Probleme gibt und dass es immense Probleme gibt. Ja? Und dass wir gerade auf einem sehr, sehr schwierigen Stand sind, was Deutschland betrifft, was Österreich betrifft, was Europa betrifft und so weiter. Ja, aber wollen wir halt in einen Krieg, den wir vielleicht gar nicht gewinnen können, ja, weil wir halt unterlegen sind, aus welchen Gründen auch immer. Wir sind verweichlicht, ja, wir haben eine verweichlichte Gesellschaft, ja. Wer von denen würde dann, wenn wir es mal in die andere Richtung denken, in die extreme Richtung denken, wer würde denn von denen noch kämpfen wollen? Ja, von den linken Spacken irgendjemand, ja, die Vergenderten oder weiß ich was, ja. Entschuldige, also da würde doch, selbst wenn wir diese Extremsituation mal durchspinnen würden, ja, wer würde denn noch bereit sein oder überhaupt auch die körperliche Instanz dazu haben, noch so einen Krieg durchzustehen in dem Sinne, ja? Also da können wir nur den Kürzeren ziehen letztendlich. Ja? Weißt, das Ding ist, alle schreien irgendwie nach Frieden, aber die wenigsten verstehen, dass der Frieden in sich selbst halt beginnt und mit sich selbst. Das ist das A und O und es wird sich nie etwas auf diesem Planeten, in unserer Gesellschaft, in den Kulturen, in der Religion, nie etwas verändern, wenn wir
nicht diese Spielgesetze und das Verstehen, wie wir ticken und psychologisch und mental ticken. Und da beginnt der Frieden mit uns selbst, den wir ausstrahlen, den anderen vorleben und dann wird das Surroundings zu Anziehen und Gesetz der Resonanz und diese ganzen anderen Dinge erst in Aktion treten. Und solange die Leute das nicht verstehen, immer sagen, die müssen Frieden machen und der muss Frieden machen. Nein, es beginnt mit dem Frieden mit dir selbst, dass du eben nicht andere Leute richtest. Und das beginnt schon mit einem abwerteten Blick, weil jemand lange Haare hat oder Dreadlocks hat oder ein Kopftuch trägt oder in einer Sprache irgendwas lauter schreit auf der Straße, es ist ganz egal was, aber es beginnt halt mit einem selbst. Und solange wir da nicht verstehen oder die breite Masse nicht versteht, dass es bei einem selbst beginnt, ja, es ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wie wir das Ruder irgendwie rumreißen können, weil diese ganzen Spielchen mit diesen aktionierten, mit diesen Aktion-Reaktion-Spielchen in der Politik, mit diesem ganzen Terror, es wird mehr werden, Jungs. Es wird, das wissen wir alle, es wird mehr werden. Und wir sollten schauen, dass wir mental und sehr, sehr tief in uns drin gefestigt sind und sehr in der Ruhe sind, weil sonst werden wir verführt werden, wir werden keine Ahnung mehr haben, wo oben und unten ist, es wird noch stressiger und wir sehen es ja alle, was passiert im Moment. Und ja, es zeigt sich ja auch hier wieder, wie, ja, dass diese Religionen, ja, also einer schreibt hier so, Gott, was soll dieses Gequatsche von Gott, ist, dieses religiöse Gequatsche, was hast du denn nicht verstanden? Ja, Gott braucht keine Religion, ja, und wenn du noch eine kindliche Vorstellung von einem Gott hast, also ich habe eine Vorstellung von etwas Göttlichem, ich sehe, das hier rum hat für mich etwas Göttliches, ja, da interpretiert auch jeder vielleicht was anderes hinein, ja, deswegen heißt es nicht, dass ich ein bibeltreuer Christ bin oder so, nur weil ich sage, es gibt für mich einen Gott oder eine göttliche Kraft oder wie auch immer ich das beschreiben mag, ja, also, aber man sieht ja daran auch wieder, dass Religion ja auch zu diesem Teile- und Herrsche-Spiel gehört und es ist ja auch, wie gesagt, dort in den Schriften auch festgelegt, ja, und natürlich das zu überwinden, das ist natürlich etwas, ja, wie soll ich das sagen, auf der einen Seite ist es ja ein Plan der NWO, also diese Religion auch abzuschaffen, ja, also, und dann wahrscheinlich eine neue Religion, eine Weltreligion also diese Religion durch eine Weltreligion zu ersetzen, aber wie gesagt, das ist, ich habe da auch keine Antwort drauf. Ja? Also ich bin da genauso ja, in Zweifeln beziehungsweise in Ahnungslosigkeit, wie man etwas lösen kann. Aber man kann es ja doch zumindest mal durchdenken und so weiter oder mal Strategien durchdenken und vielleicht kommt man an einen Punkt, wo man sagt, nee, das ist Quatsch oder an einen Punkt, oder, wo der einen weiterbringt und sagt, okay, das wäre vielleicht eine Strategie. Ja? Also aber man muss es doch mal denken und aussprechen können. Ja. Ja. Ja, wir sollten ja halt als Team und Gemeinschaft auch sein. Ne? Ich meine, wir sind uns ja alle einig, dass wir heute, was ist halt für ein Tag, Dienstag um 21.37 Uhr alle hier sind und auch die Zuhörer, weil wir ja irgendwo auf einer selben Wellenlänge in einem, irgendwo haben wir etwas alle gemeinsam, Punkt. Egal was es ist und dann kommt die persönliche Story und die ganzen Wertigkeiten etc. dazu. Aber auf das ist es doch, warum wir hier sind. Und nicht einmal wir, die Szene, wie auch immer, nicht einmal dieser kleine Rahmen von diesen Alternativen, die immer größer werden in ihren eigenen Bubbles, schaffen es, in sich geschlossen quasi mit einer Stimme, mit einem Gefühl zu sprechen. Aber Tom, das müssen wir auch nicht. Wir hier in der kleinen Runde sind immer einig, sogar manchmal sogar sehr, sehr uneinig. Aber wie Frankie es immer ausdrückt, wir machen das halt auf einer Ebene, wir diskutieren wie Gentlemen, ja, und hacken uns nicht gegenseitig die Augen aus. Darum geht es ja. Also, man muss nicht konform sein, es soll ja eine gesunde Biodiversität geben und das wird ja auch den Fortschritt oder das generiert ja Fortschritt. Wenn man verschiedene Meinungen gegeneinander abwägt und Argumente gegeneinander abwägt, entsteht ja was Neues oder ja. Ganz genau. Ja, und Du siehst ja auch, wie gesagt, diese bekloppten Darstellungen, denn ja, was ist, wenn dir einer die Rübe abhackt, dann wirst du schon anders denken. Ja, mein Gott, natürlich muss ich mich dann wehren, wenn mir einer ans Leben will, ja, egal wer es ist, das ist doch auch ganz klar, das sind doch genauso eine idiotischen Fragen, die dir gestellt werden beim Zivildienst damals oder so. Was würden sie machen, wenn da jemand reinkommt, sie haben eine Waffe und die wollen ihre Familie umbringen, ja, was würdest du denn da machen? Hallo und hier die Geburtstagstorte rausholen oder was? Natürlich würde man sich wehren. Das sind alles idiotische, extreme Vorstellungen. Ja, also, ach, ich weiß nicht, ich könnte mich heute darüber aufregen. Ja, das ist die allgemeine Kleingeistigkeit.
Ja, das ist wirklich. Aber volle Zustimmung, Michael, volle Zustimmung. Ja, das sehe ich auch so. Und das ist halt, was ich auch vorhin schon gemeint habe, irgendwie. Ich meine, viele Leute sind so dermaßen emotional, auch in ihrer ganzen Art zu argumentieren. Und es kommt immer gleich zur Extrempositionen. Und wenn du bei einer Position mal was anderes sagst, auch nur mal, um einen anderen Gedanken reinzubringen, weißt du? Weil das ist, was Skeptiker wirklich heißt. Wenn du es mal nachguckst in einem Wörterbuch, Skeptiker heißt, Dinge mal aus verschiedenen Blickwinkeln angucken, weißt du, die sich sogar vielleicht mal widersprechen. Und wenn man nur mal, wie wir das als Freigeister immer machen, nur auch mal einen Gedanken mal ausformuliert, nur mal so um den reinzuhauen, mal gucken, selber überdenken, so, da kommt bei manchen dann gleich schon die volle Gegenreaktion. Es gibt dieses Schubladendenken, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und diese ganze Leidenschaftlichkeit, und das ist nicht nur bei uns so, wir können es bei ganz vielen alternativen Medien beobachten, aber nicht nur bei den alternativen Medien, wir sehen es im großen Stil. Guckt euch an, wie die Leute auf den Straßen so, jetzt gar nicht mal sehr in Deutschland, aber in anderen Ländern, diese politischen Zwistigkeiten, diese Zerrissenheiten, die da sind, das ist im Moment irgendwie der Zeitgeist. Es herrscht halt total viel Verwirrung bei den Menschen. Und das ist, alles ist gleich so leidenschaftlich. Jeder ist in so einer Abwehrschlacht und verteidigt so sein Weltgebilde. Und wenn es eingerissen ist, dann wird manchmal einfach Neues reingestellt, wo man dann wieder noch leidenschaftlicher drum kämpft. Und das ist halt was so mühselig ist. Weil, wie du es auch gesagt hast, Michael, wir wissen es ja auch nicht alles. Wir sind hier im Prozess, wir versuchen uns halt kreativ auszutauschen, um mit den Dingen lernen umzugehen, die gerade sind. Wir haben auch keine Pauschallösung. So. Aber was ich, wo ich mir sicher bin, was für mich auf jeden Fall keine Lösung ist, ist halt jetzt irgendwie zur Gewalt zu greifen und wie mit dem eisernen Besen auszupacken und durch Europa durchzukehren. Und nicht zuletzt der eiserne Besen, die Route, das ist halt Faschismus. Und da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja. Aber sei es auch nur geistig. Naja, ich meine, wenn die Leute die so extrem und ihren Hass haben und hier, ja, soll's mal in Dortmund nicht werden und weiß ich was, ja, ich, natürlich weiß ich, was für extreme Situationen dort herrschen und so weiter, aber dann die Leute, die dort wohnen, ja, das ist doch nur ein geschaffener Fakt. Dann rennt doch mit euren Hass nach Berlin und nehmt den Laden dort auseinander, wenn ihr schon Gewalt haben wollt. Dann trifft's mal die Richtigen, ja, also wenn ihr schon, aber doch nicht ein paar Straßenkämpfe in Dortmund führen oder weiß ich was, wo halt dann der Ausländeranteil so hoch ist und weiß ich was. Dann geht doch mit euren Hass an die wahren Verursacher dieser Kacke, ja, damit man da was ändern kann in der Politik und dann eine vernünftige Politik führen kann, sodass alle wieder hier in vernünftigen Bahnen, alles vernünftig in vernünftigen Bahnen leben kann. Ja, also das ist wirklich kleingeistig. Ja, also ich will das nicht, natürlich gibt es da immense Probleme, das will ich bin selber geschockt gewesen, als ich zum Beispiel mal in Wiesbaden war, ja, wie groß der Ausländeranteil ist. Also da hat es mich echt auch, da hatte ich auch echt in dem Moment Angst gehabt, ja, obwohl es vielleicht in dem Moment gar keine, aber es hat mich total überfordert, weil ich das nicht kannte, ja, dass ich da nachts der einzige Deutsche war auf der Straße sozusagen, ja, also das war in der Tat so, ja, natürlich ist das eine Sache, die ich nicht befürworte, ja, sondern ich möchte hier schon in Deutschland wohnen und möchte schon, dass die Deutschen hier in der Mehrheit sind und so weiter, ja, und aber trotzdem, wie gesagt, ist das ja nur ein Resultat einer Agenda, die hier läuft, und wir müssen nicht die Leute letztendlich dann angreifen, die auch nur Opfer sind, letztendlich, ja, muss man so sagen, ja, sondern wir müssen dann da angreifen, die diese Agenda steuern, ja, aber da haben sie dann auch nicht den Mumm in der Hose da, ja, letztendlich. So sieht's ja aus. Ja, ich weiß gar nicht, an die Leute kommst du ja gar nicht ran, ja, an diese Machteliten, die diesen Status quo so brauchen, ja, da kommst du ja gar nicht ran. Du kannst ja denen nur quasi die Energie entziehen, indem du einfach die von selber diese Hierarchien zerlegst. Ganz indem genau. Du versuchst, eine gleichwertige Gesellschaft aufzubauen. Eben. Wer war es? Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendwer hat doch mal gesagt, ich komm nicht mehr drauf, wer es war. Die geschaffenen Probleme werden wir. Jetzt habe ich mich voll verhaspelt, vergesst es. Also ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen muss. Also wie gesagt, dass, wenn ich in einer Situation bin, wo ich angegriffen werde, ja, egal von wem, ja,
Und ist doch klar, dass ich mich versuchen werde, also ich muss doch, heißt doch nicht mal, dass ich mich wehre oder wie auch immer. Ja, natürlich, wenn ich in der Situation nicht anders kann, muss ich mich natürlich auch wehren. Aber ansonsten würde ich vielleicht sehen, wenn da ein paar schwere Jungs auf mich zukommen oder weiß ich was, dass ich mich verpisse, weil ich weiß, dass ich den Kürzeren ziehe. Ja, das ist doch alles keine Frage, aber das sind doch alles Denkmodelle, ja, die bringen uns doch nicht weiter. Ja. Das ist genau, ja, genau so ist es. Im Grunde genommen geht es doch darum, Verantwortung zu übernehmen, wenn du in deinem Leben in einer Situation bist. Und ich kann das auch wirklich sagen, ich war schon mehrmals in solchen Situationen, wo Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind. Ich hau nicht ab. Das, so viel kann ich sagen. Und das gilt doch für uns hier. Und jetzt irgendwelche Extremszenarios, was machst du, wenn einer mit der Axt auf dich zurennt? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich werde ich kämpfen, so gut ich kann. Ne? Aber das heißt nicht, dass das jetzt hier die einzige Lösung, die ich sehe. Ich meine, die Probleme sind riesig, vor all denen, also gerade diese ganzen Einwanderungsgeschichten. Hey, ich meine, wir haben ja schon vor 2-3 Jahren darüber, über diese Dinge gesprochen. Ja? Also ich meine, es ist nicht so, dass wir da naiv sind. Hey? Das ist schon über 2 Jahre her, wo wir den Kudenhove-Kalergi-Plan vorgestellt haben und die Verbindung aufgezeigt haben. Hier Kalergi, eine von diesen venezianischen Oligarchenfamilien, kannst du zurückverfolgen bis Griechenland, Kreta und so weiter. Ich meine, wir zeigen all diese Dinge auf. Es ist nicht so, dass wir das nicht sehen. So. Nur was sollen wir jetzt hier auch den ganzen Abend halt einfach immer nur rumschimpfen, so wie manche Leute im Chat? Ich meine, was bringt uns das? Das bringt uns nicht weiter so. Wir schauen die Dinge an, aber als Pauschallösungen haben wir halt auch nicht und versuchen halt gemeinsam in Kommunikation, eben auch mit verschiedenen alternativen Medien, wir laden ja mal Leute ein, versuchen wir halt gewisse Probleme halt anzusprechen so. Aber wenn Leute dann so irgendwie so einfache Lösungen erwarten, dann ist es letztens auch nur so ein Abgeben von Verantwortung. Ja? So als ob wir jetzt, weil wir halt hier den Kopf rausstecken aus der Masse, als ob wir irgendwie, wir sind so wie ihr. Und jeder muss hier für sich selber Verantwortung erstmal übernehmen. Und dann können die das schon tun, die können sich dann auch zusammentun. Ne? Ich meine, einen Ölfleck macht man ja auch nicht mit Öl weg, weißt du? Und wie gesagt, und wir wissen doch alle, ich meine, darüber, deswegen gibt es ja Kulturschiffe, wir wissen alle, dass die Behörden uns bescheißen, dass diese Regierung uns bescheißt, dass die Richter und Gerichte, dass es alles Murks und Kack und weiß ich was ist, das wissen wir, ja, dass die nicht auf unserer Seite zu stehen scheinen, ja. Vielleicht gibt es da auch bald Bewegung, ja, das wäre eine große Hoffnung, ja, dass auch dort Leute immer mehr aufwachen und sagen, wir machen das hier nicht mehr mit, weil das in eine falsche Richtung läuft. Ja, das wissen wir doch alles. Und wir wissen auch, dass Fakten geschaffen worden, die schlimm sind und die in Städten zu Extremsituationen führen. Aber wie gesagt, wir müssen trotzdem versuchen, ja, eine andere Lösung dafür zu finden. Ja? Ja, und die Leute, die hier sagen, komm, ich lade dich mal nach Dortmund ein oder komm mal nach Dortmund. Was ist denn euer Vorschlag? Was sollen wir denn machen? Was ist denn euer Vorschlag? Was würdet ihr am besten machen? Wollt ihr die ganzen Leute, die dort rumhonken und Scheiße bauen, wollt ihr die abschlachten, rausschmeißen oder was wollt ihr mit den Massen machen, ihr Schlauberger? Warte mal, da gibt's ja schon solche Auffanglager an EU-Grenzen. Ist ja schon vorbereitet, aber hey, ja, weiter im Text. Das ist ja auch, ich höre ja das auch immer wieder mal, aber was ist dann, wenn dir jemand den Kopf abschneidet und so, ja? Aber das ist halt, also so zu denken, finde ich, ist vom Prinzip schon gefährlich, weil man sich selber ja lebt dadurch. Es ist ja, dass sowas denkst du ja nur aus einer Angst heraus. Und Angst ist ja immer was Einschränkendes, wo du nicht wirklich weiterkommst. Ja? Ganz genau, ganz genau. Die Angst blockiert halt und bringt dann halt solche Nichtlösungen mit sich. Und die wird eben genährt durch diese ganzen Medien. Und das ist das, was die Leute halt nicht... Red weiter, sorry. Psychologie der Massen lesen, bitte alle. Alle Zuschauer, bitte morgen. Wir prüfen nächstes Mal. Pass auf, ich hab eine Idee, Boris. Wir verlosen Wir verlosen mal, genau. Nicht morgen, aber vielleicht in den übernächsten, also nicht morgen haben wir ja einen Zwischenruf, in der übernächsten Zwischenruf werden wir 6 Bücher Psychologie der Massen machen wir eine Spendenaktion, werden wir die wieder verlosen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Das Buch muss unter die Massen. Ja. Okay, pass auf, ich mache auch eine Spendenaktion, ja, und ich lege auch nochmal 6 Bücher drauf. Und ich würde von Arno Grün, der Fremde in uns, dazugeben.
Okay, super. Also dann machen wir das in der übernächsten Zwischenruf. Haben wir 12 Bücher zur Auswahl, die wir dann an unsere Spender sozusagen dann verlosen können. Und ja, also wir machen immer, weiß nicht, ob wir das bei den Büchern auch so machen wollen, dass wir zweimal immer eins zum Selbstbehalten, eins zum Weiterverschenken. Das haben wir bei den DVDs auch gemacht. Das können wir uns noch überlegen. Das ist ja ein Detail jetzt. Ja. Ja, also wie gesagt, okay, das ist gute Aktion. Ja gut, aber diese Strategien, die da drinstehen, das ist ja Standardwissen im Marketing, in der PR, das ist eine absolute Basis quasi für jeden, der irgendwie Marketing arbeitet. Und da steht alles drin und wer denkt, dass das von der Politik und von irgendwelchen niederen Instinkten, den gehobenen, anführungsstrichen Gesellschaften nicht angewandt hat, der hat einen Vollschaden, ey. Der hat einen absoluten Vollschaden, der muss einfach nur die Augen aufmachen, das passiert jeden Tag da draußen, jeden Tag, ob in den Tagesthemen, ob im Supermarkt oder sonst irgendwo. Ja, ich hatte sowas Ähnliches, ich habe heute auch kurz so ähnlich, irgend sowas Ähnliches gedacht, ja, dass ja dieses ganze Wissen, wie die Psyche der Menschen funktioniert, das gibt's ja, aber es wird halt der Masse vorenthalten. Ja. Was glaubst du, wie viel die schon über die Psyche wissen, die es noch nicht so quasi in den Mainstream gemacht gibt, die quasi nicht schon gelehrt wird oder so? Die sind uns so weit voraus, allein neurologisch, wie sie wissen, wie unser Gehirn funktioniert. Das ist so. Wir müssen so aufpassen, weil sie schon mittlerweile solche Tools haben. Siehst du das ja in den Medien, ist ja nur so ein kleines Beispiel. Allein diese Dinge, die du kaufst, die du isst, da sind so viele Muster unterschwellig, wie wir programmiert werden. Und da musst du halt bewusst sein und musst halt defragmentieren. Ja. Ich glaube, im Chat von den Dortmundern, die dich einladen wollen, kam es jetzt auch keine Antwort. Ich habe es überlesen. Also es scheint auch keine Antworten zu sein. Naja, also wie gesagt, also Hass mit Hass zu begegnen, das ist genau das, was die wollen. Ganz genau. Wer das nicht kapiert, der ist voll im Teil und Herrscher. Um mal einen kurzen Themawechsel zu machen. Was waren in den letzten 2-3 Wochen so die positiven News? Oh, ich hab übrigens, da wollte ich gerade noch erwähnen, ich habe heute einen Knaller erfahren, einen richtigen Knaller. Kann ich jetzt noch nicht genau sagen, weil ich das noch prüfen muss und das werden wir auf jeden Fall bringen. Aber wo Michi gerade erwähnt hat, auch in den verschiedenen Kreisen, die dort oben halt an der Macht sind, auch da tut sich was. Und da habe ich heute gerade die Info bekommen, dass sich da was getan hat. Also ich werde das nochmal prüfen und werde es wahrscheinlich in einer der nächsten Sendungen auf jeden Fall dann mal bringen. Ja, ansonsten konkret positiv, also ja, ich weiß nicht so viel. Mein Essen war gestern ziemlich gut. Ansonsten, ich habe auf jeden Fall meine Nachricht, würde ich jetzt nicht unbedingt positiv nennen, aber man kann zumindest auch mal drüber schmunzeln. So. Weil es einfach so absurd ist. So. Es geht um diesen ganzen Kontext hier, es wird an diesem Narrativ gestrickt, die Russen hätten letzten Endes Amerikas Wahlkampf manipuliert. Mittlerweile geht es ja schon so weit, dass da schon dran gestrickt wird, der Trump ist mit den Russen, der hockt in einem Boot. Er ist ein russischer Agent. Und an diesem Narrativ war schon eine Weile gestrickt und von wegen, es werden immer die russischen Hacker, die alles kontrollieren, alles hier manipulieren können. Und hier in diesem Kontext ist letzte Woche eine NSA-Mitarbeiterin aufgeflogen, die soll Daten über russische Hackerangriffe an Journalisten weitergereicht haben. Ja. Und jetzt zieht euch mal ein, wie die junge Dame heißt. Die heißt Reality Winner. Das ist in your face, das ist nur noch Bullshit, das ist nur noch Verarsche, so, weißt du, ey, der Name schon, diese Frau gibt's nicht, das ist nicht echt, Fake News ist mittlerweile schon so in your face, das ist, so lang kannst du eigentlich noch nicht mehr weitergehen, und das wäre die gute Nachricht. Da ist auch noch so ein Bild dabei hier, ist unter anderem hier in Deutschland auch Mainstream-Medien gekommen, ich habe jetzt gerade einen Spiegelartikel vor mir, ist auch ein Foto drin, ey, das Foto, ich weiß noch nicht mehr, ob das eine echte Frau ist, das sieht aus wie so eine Computeranimation aus den 90ern, irgendwie, ist das echt, das ist einfach so lachhaft irgendwie, weißt du? Reality Winner, ja klar. Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ich bin manchmal sehr hoffnungsvoll. Das ist sicherlich auch tagesenergetisch, kann man das mal ein bisschen ESO-mäßig ausdrücken. Aber wie gesagt, das bringt mich dann immer oft in Zweifel, wenn ich dann halt auch das, was ich schon angesprochen habe, diese Gespaltung der Szenen, dass man jedem etwas unterstellt, der eine macht. Also auch wie gesagt, dieses Überinterpretieren von irgendwelchen Handzeichen und weiß ich was, ja, das vielleicht bei manchen wirklich bewusst so
ist, aber bei anderen auch vielleicht unbewusst gemacht wird und so weiter. Und auch ich habe bestimmt irgendwann mal auf irgendeinem Konzert oder auf irgendeiner Mucke, die ich gespielt habe, mal diesen hier gemacht, ja. So, weil es halt, ja, weil man das halt so macht, weil man nicht wusste, was das bedeutet. Heute mache ich es halt nicht mehr, ja. Jetzt muss ich im Stream schauen, was du gemacht hast. Also, achso, ja, hier den Rockergriff hier, ja. Also, klassisch Metal, ne, oder? Ja, genau, genau. Also, wir müssen doch irgendwie einen Konsens finden, dass wir irgendwie auch alle, auch selbst wenn wir dort in vielen Punkten unterschiedliche Ansätze haben, von links, von rechts, von libertär, von weiß ich was, müssen wir doch irgendwo und das erkannt haben, wer hier sozusagen die Strippen zieht, dass Strippen gezogen werden im Hintergrund, ich werde es mal so formulieren, ja. Da müssen wir doch bewusster werden und sagen, okay, wir lassen das nicht mehr mit uns machen. Das ist doch das, was ich einfach nur damit sagen will, ja, und damit auch nichts schönreden möchte. Ich möchte damit nichts schönreden, dass wir hier ein immenses Problem haben, was auf uns zurollt, ja, und natürlich werde ich in der Not natürlich auch in die Verteidigung gehen müssen, ja, oder vielleicht in den Angriff sogar, wer weiß, ja, aber das kann aber nicht mein präferiertes Ziel sein, ja, dass ich sage, so jetzt, zack, ja, wie gesagt, wir haben das Problem, dass wir überhaupt nicht aus dem Arsch kommen, also selbst, man sieht ja, wie viel tausend Bewegungen hat es denn schon gegeben, die alle versucht haben, alle unter einen Hut zu bekommen. Und es funktioniert einfach nicht. Ja, es funktioniert nicht. Es hat bei Schwarz-Rot-Gold oder wie die hießen nicht funktioniert. Es hat bei denen nicht funktioniert. Bei denen nicht funktioniert. Und das ist doch das Problem, wo die anderen sich darüber kaputt lachen können. Ja? Dass wir uns ständig verunsichern lassen durch sowas. Ja? Der eine sagt ein falsches Wort und schon, oh nee, den gucke ich nicht mehr. Hat das Falsche gesagt jetzt. Hat eine falsche Meinung zu dem Thema. Ja? Das ist, finde ich halt albern. Ja? Man muss doch wirklich das Ganze, alles insgesamt sehen. Und ich kann, selbst bei Ken Jebsen finde ich gute Interviews. Ja? Auch wenn ich vielleicht nicht unbedingt in allen Positionen garantiert nicht mit ihm übereinstimme. Aber ich finde trotzdem auch gute Arbeit, die er macht und gute Interviews und gute Inhalte, von denen ich profitieren kann. Ja? Genauso ist es bei vielen anderen auch. Ja, ich erzähle euch, warum ich da bin, ja, jetzt bei euch in der Sendung. Das passt irgendwie schön dazu, zu dem, was du gesagt hast. Ich habe ja, ich weiß natürlich, Kulturstudio gibt es, habe ich immer mitverfolgt und so. Nur ich bin halt in manchen Sachen nicht unbedingt eurer Meinung, ja, sage ich jetzt mal. Und der Fiedler, der Markus Fiedler hat mich irgendwann mal gefragt, sagt, wieso hast du noch nie was mit Kulturstudio gemacht? Und ich habe gesagt, naja, ich weiß nicht, ob wir so gut zusammenpassen und so, ob ich da überhaupt hingehen sollte oder nicht. Und der Markus hat dann gesagt, ja, aber die arbeiten doch deeskalierend, ja, also und das ist halt, was mir gefällt, ja, wenn jemand, vom Prinzip ist es ja wurscht, ob man einer Meinung ist oder nicht, ja, es kommt halt auf die Grundeinstellung drauf an, weißt, und das sehe ich halt auch hier, bei dir, Micha, und beim Boris, vom Prinzip, ihr wollt wie jeder andere in Frieden leben, ja. Ja. Und das unterstelle ich dem Rest, der jetzt hier in dem Chat ist auch. Und ich unterstelle das auch den meisten, die da jetzt zuhören und zuschauen. Und das ist halt eine gute Grundbasis, wo man zusammenkommen kann. Und wo vielleicht auch was passieren kann daraus oder nicht. Ja. Also wie gesagt, also ich habe schon mit Leuten von der Gegenseite, sprich von der GMUB, schon diskutiert und ey, das sind auch Menschen, auch mit denen kann man reden, also nicht mit allen. Nein, bei der GMUB gibt es Menschen, wirklich, ja. Absolute Vollidioten, aber es gibt auch in den hart krassen gegenüberstehenden Lagern, gibt es auf jeden Fall Leute, die an dem Gleichen interessiert sind. Im Endeffekt wollen, glaube ich, alle Menschen hier nur ihren Frieden und ihre Ruhe und ihr Glück und ihren Wohlstand. Und naja, diese ganze Hass und dieses ganze Gegeneinander hatten wir eben schon. Das wird halt instrumentalisiert genutzt, um quasi die Herrschaftsstrukturen einfach aufrechtzuerhalten. Und das sollte einfach den Leuten bewusst werden. Ja. Und da lege halt gerade in den Möglichkeiten, die das Internet bietet, lege halt ein Riesenpotenzial. Und ich habe halt so ein bisschen den Eindruck, dass das versandet gerade. Ja. Es wird auch die Möglichkeiten des Netz werden jetzt irgendwie gegen uns verwendet. Ja. Also es wird sehr propagandistisch gearbeitet und die Gewaltspirale wird halt dadurch angekurbelt und nicht zum Stoppen gebracht. Erkenne ich ähnlich, ja.
Tja. Ja, aber ich wollte noch was erwägen, weil du Ken Jebsen gesagt hast. Ich habe jetzt heute oder gestern erst habe ich mir das Interview mit den Bröckers angeschaut. Hat das wer gesehen von euch? Nee, leider nicht, noch nicht. Nope. Der hat was Spannendes. Die haben halt über John F. Kennedy geredet. Und der Bröckers hat erzählt, es gibt irgendwie so die Story, die halt so, ob es war oder nicht, ja, es sei mal dahingestellt, dass der Kennedy während seiner Amtszeit LSD genommen hat und dann halt irgendwie so diesen Orgenschwenk gemacht hat, ja, wo er quasi aus so einen Bewusstseinssprung gehabt hat und dann eher so auf Verbindendes und Friedliches gegangen ist. Hat er dann so den Spruch mit der Mondlandung gesagt? Ich glaube, ja. Alle einen Monat Zwangscamp in Peru, Ayahuasca einen Monat, alle Politiker und tschüss. Und es war ja so, LSD hat ja, das hat ja eher so in den elitären Kreisen begonnen zu zirkulieren am Anfang. Mhm. Absolut. Ich finde, sollte zur Allgemeinbildung dazugehören. Also vielleicht sollte man das irgendwie so machen, irgendwie so als Aktionismus, ne? Einfach mal so das Trinkwasser ein bisschen aufpacken. Ja, bitte, da wäre ich sofort dabei. Obwohl, bei den Zuständen momentan der Gesellschaft könnte das extrem nach hinten losgehen. Ja, der Tommy Hansen hat mal erzählt, es gab so ein Dorf in Frankreich, die man quasi unter LSD-Einfluss gesetzt hat. Habt ihr da mal gehört davon? Ja, gab es auch in den USA mal so ein kleineres, ich weiß nicht, ob das eine Gemeinschaft war oder was haben sie da auch mal gemacht, habe ich mal gelesen. Ah, hast du da über Frankreich, hast du da Näheres, was da passiert ist dann? Ja, da gab es sogar zwei Todesfälle oder so. Also die offizielle Theorie ist, es liegt am Brot. Also es war irgendwie über den Mutterkornpilz im Getreide was. Aber so die inoffizielle Theorie dazu ist halt, dass der CIA da Experiment gemacht hat. Das war so Anfang, Mitte der 50er. Ja, das ist bekannt, das ist ein großes Thema auch. Nicht zuletzt hat er hier auch Ken Kesey da dieses Buch geschrieben, Einer flog übers Kuckucksnest. Das ist auch diesen bekannten Film mit Jack Nicholson hat. Und da geht es genau über diese LSD-Experimente in den 50er Jahren, die sowohl an Universitäten durchgeführt wurden, als auch beim Militär, als auch mit Strafgefangenen. Da hat man verschiedene Dinge gemacht. Manche waren auch vielleicht ein bisschen anstrengender für den Probanden, nicht so günstig. Ja, die sind auch teilweise eingebettet in diese MK-Ultra-Programme und das ist bekannt. Ja. Ich habe da eine nette Story gehört, wie ich in Peru war, habe ich jemanden aus England kennengelernt und ihr Bruder oder so war bei der UN beschäftigt und hat irgendwie so Events für höhere Kreise organisiert, ich weiß nicht genau, was er gemacht hat und sie hat mir erzählt, er hat mir mal erzählt auf einem Fest, da war er quasi auch ein bisschen auf Acid oder sowas, hat er gemeint, da hat er ein bisschen mehr geplappert und hat er gemeint, dass sie Menschen dort, die nicht mehr quasi nach ihrer Pfeife tanzen, dort mutwillig unter DMT setzen, damit quasi ihnen wieder gesagt wird, wie sie so quasi, dass von oben wieder die Keule kommen kann. Das war ziemlich interessant. Also auch dort wird mit solchen Dingen gearbeitet. Die Frage ist halt, in welche Richtung. Ja, sonst lass uns doch noch mal einen Themenwechsel machen. Ich würde vielleicht gerne nochmal Alex mit reinbringen, der war ja nur lange nicht zu hören, hat sich das Ganze hier angehört. Alex, hast du heute noch ein Thema mitgebracht, über das du sprechen möchtest? Ich habe mal mehrere. Also eine, die natürlich Deutschland betreffend ist, ist, dass an Samstag, weil alle mal gegrillt haben, hat die Bundesverfassungsgericht das Hartz-IV-Sanktionen mit sofortiger Wirkung als verfassungswidrig gemeldet, ja? Wollte man das mal nur erwähnen, falls das keiner das mal mitbekommen hat, weil ich glaube, das war für ein paar Monate oder sowas her, dass da gab es mal eine große Argumentation und natürlich hat man dieses Fall unter ein paar Leute mal darüber gesprochen und man hat gesagt oder die Frage in der Runde reingeworfen, unter welcher Verfassung ist das
Sanktion dann beendet? Das war die große Frage. Okay, vielleicht ist das mal von meinen deutsch-politischen Kenntnissen vielleicht mal ein bisschen absent und fehlend, aber ich weiß es nicht, ob da mal verschiedene Verfassungen sind für Deutschland, wo diese Frage denn ins Gespräch kam, aber ich weiß es nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt. Ich hab gelesen auch irgendwo, ja, dass das, was du gerade gesagt hast, ja. Mhm. Micha, ich weiß es nicht. Hast du was davon gehört? Ich habe das jetzt nicht so ganz inhaltlich verstanden. Vielleicht kannst du das nochmal irgendwie kurz auf den Punkt bringen? Well, yeah, also wie ich gesagt habe, am Samstag kam eine Eilmeldung von das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, dass die Hartz-IV-Sanktionen mit sofortiger... Ach so, das ist ein Hoax. Das ist ein Hoax. Das ist von der Satire-Seite. Also auch wieder ein schönes Beispiel, wie halt so Fake News, die eindeutig als Satire gekennzeichnet sind, dann durchs Netz getrieben werden, weil sie halt natürlich, klar, meinen Erwartungen oder meiner Gesinnung entsprechen, ne? Dass ich mir das natürlich wünsche, oh, das wäre so cool, ja, aber das ist eine absolute Fake News gewesen, also die Seite ist, glaube ich, nachrichten.de.com und das ist eine Satire-Seite, also sowas wie Postillion in der Art und also diese Nachricht ist sozusagen, ist ein Fake, ja. Wenn das so ist, wie ich gesagt habe, meine politische Verständnisse in Deutschland ist natürlich gering, aber nichtdestotrotz, jemand hat auf diese Schlagzeilen hinaus gemeint, welche Verfassung ist damit gemeint? Und ich frage mich als Amerikaner, ich weiß es nicht, ob da verschiedene Verfassungen sind für Deutschland, ob das mal als BRD gesehen wird oder was weiß ich. Das war meine Frage, was du damit gemeint hast. Das Ding mit Hartz IV, ja, das ist ja, also ich empfinde das jetzt als Österreicher, als Außenstehender ja, also richtig skandalös, was da passiert. Ich glaube, seit wann gibt es das? Seit 2004, 2003? Ja, Schröder haben wir das zu verdanken. Der ja, SPD, genau. Um das nochmal zu sagen. Also, der SPD. Ja, Sozialdemokratie, wer sonst? Ja. Aber und das ist halt, weißt du, und das ist halt auch wieder, wo sich dieser Widerspruch so schön zeigt. Das ist ja etwas, was ja wirklich die deutsche Bevölkerung trifft, was ja wirklich dazu führt, dass den Leuten was weggenommen wird, wo sie über Jahrzehnte hingearbeitet haben. Und das wird eigentlich im Großen und Ganzen widerspruchslos hingenommen. Und dieser imaginäre Feind, der da jetzt irgendwie seit 2 und 3 Jahren gezeichnet wird, der tatsächlich die wenigsten betrifft, gegen den wird gekämpft, ja, aber gegen dieses System, was von der eigenen Regierung in Verbindung mit den Machteliten über die ganze Bevölkerung gelegt wird, das wird einfach hingenommen. Das kommt ja bei uns auch, Stefan. Hast du es ich habe es mitbekommen, ja. Es wird bald EU-Hartz IV geben, könnt ihr davon ausgehen, ne? Ja. So, und das ist ja einem, also daran sieht man ja schon, in welchem Zustand letztendlich auch eine Gesellschaft ist, ja, wo wir immer von der Verblödung der Gesellschaft reden, dass so ein Ding, so ein eklatantes Ding wie diese Hartz-IV-Einführung, ja, es war eine Sozialversicherung. Man kann jetzt über den Sozialstaat debattieren, ob das sinnvoll ist, ob das gerecht ist und bla bla bla. Wollen wir nicht. Es geht jetzt nur um den Fakt, es war eine Sozialversicherung, ja, die umgeformt worden ist von privaten Unternehmen zu verwalten, wo du jetzt Bittsteller bist und Verträge eingehen musst, ja, also wenn man so dumm ist, natürlich die Eingliederungsvereinbarung unterschreibt, ist man in einem Vertrag drin, ja, und verzichtet auf Rechte, ja, wo auch immer noch die sind, ja, es ist dann auch wieder die nächste Frage, also wir sind in einem System, zum 10. Mal, überall ist Rechtsbankrott, ja, also es sind nur noch Lügner und Betrüger an den führenden Stellen und alle machen mit, aber selbst da habe ich ja nur gedacht, als das dann anrollte, also mit den Konsequenzen, die das ja täglich hat, also wer schon mal Hartz IV beantragt hat, ich musste es zum Glück bis jetzt noch nie, aber ich kenne Leute halt, die damit zu tun haben, was
dort den also dort mit den Leuten getrieben wird. Es ist so menschenunwürdig und so krank, ja. Natürlich dann holt man auch wieder die Extrembeispiele, wie überall, weißt du, dann die Linken holen dann das Extrembeispiel da als irgendwie so ein Multimilliardär, der in Saus und Braus und dekadent lebt, und andere Seite ist dann praktisch, die dann wieder rausholt, die Leute, die nie im Leben arbeiten wollen und so weiter, ja, die Faulenzer, die sich hier auf Kosten des Sozialstaates durchschlauchen und so weiter, aber das ist ja nicht die Realität, das sind auch hier wieder Extreme, ja, die praktisch auch von der Presse wieder einmal da und dargestellt werden, einmal zeigen sie euch den Milliardär, der so dekadent lebt und weiß ich was, und die, ja, die reichen Säcke, die Schweine, ja, so, die müssen wir alles wegnehmen, so, und auf der anderen Seite zeigen sie dann den Typen, der sagt, ja, ich fühle mich gut mit Hartz IV und so, ich kriege da alles bezahlt und so und kann hier den ganzen Tag Fernsehen gucken und so, weißt du? Ich meine, und dann haben wir wieder diese Spaltung, ja, wieder dieses Positionieren. Es gibt keine differenzierte Sicht darauf, ja. Und dass Leute, dass da nicht eine kleine Revolution losgebrochen ist, also das hat mich schon sehr verwundert. Aber das zeigt halt auch, wie verängstigt, wie eingeschüchtert mittlerweile die Leute sind. Wie gesagt, das kann sich irgendwann entweder löst es sich friedlich oder es löst sich mit Gewalt. Aber es wird sich auf jeden Fall lösen müssen, diese unhaltbaren Zustände in jedem Winkel dieses Konstruktes BRD, in das wir hier schauen, oder Europa. Entstehen Spannungen und es wird sich irgendwann mal in irgendeiner Form entladen. Ne? Ja, aber hey, weißt du, wie viel Widerspruch können wir erwarten, wenn hier in einem Land, wo der Chef von der vielleicht bekannteste Gewerkschafter in Deutschland, der Frank Psirske von Verdi, der hat jetzt hier diese Tage erst bei der Bilderberger Konferenz teilgenommen. Ich meine, hey, dann ist klar, dass nicht viel kommen wird von den Gewerkschaften, ne? Ja, ich meine, Gewerkschaften, habe ich das letzte Mal was von über Gewerkschaften gehört? Das ist ja, die sind ja so in der Bedeutungslosigkeit versunken. Das ist ja unfassbar. Wie sieht das in Österreich aus? Sind da überhaupt, da gibt es da auch noch eine starke Gewerkschaft, oder ist das auch alles unter ferner Liefen? Na, hat man ja kaputt gemacht, über die BAWAG. Die BAWAG war ja die Bank für die größte Gewerkschaft, und die BAWAG ist ja versenkt worden. Und so hat man denen halt die finanziellen Ressourcen genommen. Und das, also schau, ich glaube schon, dass das auch eine Methode ist, das Kaputtmachen von Gewerkschaften. Man kann jetzt davon halten, was man will. Ja. Es ist, da gab es auch Pfründe und Proport, ja, in diesen ganzen Gewerkschaften und so. Aber trotzdem war es halt eine Möglichkeit noch für Arbeiter oder so, für die einfache Bevölkerung eine Form der Mobilisierung zu bieten. Und das hat man ja komplett zerschlagen. Das waren ja auch diese großen Demos 2003 noch in Berlin, die wurden ja maßgeblich noch von den Gewerkschaften mitgetragen. Na, welche Gewerkschaft würde denn jetzt noch für eine Antikriegsdemo mobilisieren? Tja, also, ja, es ist und wenn man da auch Zahlen mal nimmt oder so, ich meine, wenn man sieht jetzt diese Einwanderungsgeschichte, diese Umvolkung, ja, da regt man sich natürlich auf, dass das Milliarden kostet, ja, zu Recht, ja, aber auf der anderen Seite, was haben wir denn in die Bankenrettung geschickt? Also jetzt überleg doch mal ein bisschen nach, wo wir angreifen müssen, ja, zum Beispiel, ja, also wie viel unendliche von Milliarden, Billiarden wurden in die Bankenrettung zum Beispiel geschickt, ja, ja? Ja. Also was ist der, wo ist der noch, also wo scheint irgendwo der Rubel hinzurollen ständig, ja? Das ist dann auch alles nur noch geostrategische Spielchen, die getrieben werden, ja, um den Sack dann dicht zu machen mit Überwachungsstaat und kompletter faschistischer Diktatur hier. Voll. Ja? Ich muss 3 Minuten weg, 2 Minuten. Okay. Eine Minute. Ja, was ich noch interessant gefunden habe von Österreich, es hat unser oberster Richter vom Verfassungsgerichtshof, er hat halt in einem Interview davor gewarnt, dass wir unseren Rechtsstaat immer mehr verlieren wegen den Überwachungsgesetzen und dass die Regierung und die Gesetze viel zu schnell angepasst werden, nur weil quasi irgendwo ein Terrorattentat passiert und so weiter. Musst du mal überlegen, der oberste Chef vom Verfassungsgerichtshof von Österreich, der eigentlich dafür da ist, dass er die Verfassung schützt, sagt, Achtung, wir werden da gerade unterwandert. Und das ist nicht gut mit den ganzen Überwachungsstaatsgedöns. Und das, ja,
Boah, ne? Ja, und daran, das ist so. Guck mal, da macht sich doch auch das wieder deutlich, das, was wir letztendlich versucht haben, die ganze Zeit rüberzubringen. Was ist da nach Manchester passiert? Was hatten die Medien am nächsten Tag gleich rausgehauen? Ja, wir müssen das Internet mehr überwachen. Ja, so, damit wegen Terror. Ja, und die Leute, wie gesagt, das ist immer dieser Trigger, der gesetzt wird, wie bei 9-11, das beste Beispiel, dieser Schockzustand, der ausgenutzt wird, um halt diese Trigger einzupflanzen bei den Leuten. Ja? Aber sie machen es taktisch so gut, weil ich war 2 Wochen auf Urlaub und habe das nicht mitbekommen und bin zurückgekommen, habe darüber nur einen Artikel einmal gelesen. Da gab es ja dieses, du, auf heise.de ist das gestanden, oh mein Gott, der Messier will WhatsApp-Daten. Das war gar nicht, das kennt jeder und jeder so, WhatsApp hin und her. Aber ein paar Zeilen drunter stand dann und im September startet das Pilotprojekt, um, glaube ich, in Frankfurt oder Stuttgart auf den Bahnhöfen die Gesichtserkennung zu aktivieren, damit sie leichter Terroristen rausfischen können aus der Menge. So, hallo! Hallo, es geht los. Auch da die Cloud-Daten wollen sie auch ran jetzt. Yep. Was auch klar war, ich meine, wen hat denn das überrascht, als dieses Cloud-System schmackhaft gemacht wurde oder teilweise, ja, also ist doch ganz klar, ich meine, ich würde doch nie persönliche Daten, wichtige Daten irgendwo bei irgendeinem Anbieter heutzutage speichern in irgendeiner Cloud oder weiß ich was, da kaufe ich mir lieber noch 3 Festplatten, ja, aber diese Bequemlichkeit, also dass die Leute, und dann wundern sie sich, dass das natürlich dann irgendwann kommt, ja, es ist genauso mit der Maut, was meint ihr, warum diese Mauttürme da hingebaut haben, für ein paar LKWs? Blödsinn, Bullshit, das kannst du doch mit einem Gerät machen, wir haben überall GPS und dann kann ich auch nachverfolgen, wo wer gefahren ist oder weiß ich was, ja, welche Strecken, ja, und sich da einloggen an bestimmten Punkten. Ja, da wird Nummernschilderfassung mitgemacht, das ist ausgebaut auch schon für die PKW-Maut, ja, all diesen ganzen Kram. Das hat sogar schon gesagt, er will von der Asfinag, von der Firma, die quasi Autobahnen überwachen mit den Kameras für die Maut, er will die Kameras dort, die will er quasi verwenden dafür, worauf die Asfinag gesagt hat, na Moment, unsere Kameras sind ja noch gar nicht für das aufgerüstet, so quasi, das ist aber dann im Budget. Es wurde quasi schon vorgemacht, auch in Österreich hast du das extrem gesehen, nach der EM, ich glaube 2008 war es, sie haben ja überall Kameras installiert, auf den öffentlichen Plätzen und so weiter, überall mit dem Schild, Achtung, dieser Platz wird videoüberwacht. Aber nachdem die EM aus war, sind die da nicht weggekommen. Im Gegenteil, sie sind ausgebaut worden. Die Kameraüberwachung ist immer mehr. Ihr kennt es ja, dieses INDECT-Projekt in Deutschland, was es da gibt. Und das geht halt in diese Richtung mit den ganzen Daten, die sie erfassen. Ja. Und das ist halt immer nur der Vorwand gegen den bösen Terror und gegen den bösen Islamist, der oder jede Minute mit einem Auto irgendwo reinfahren könnte, was vielleicht auch passiert, weil sie das halt schön triggern. Aber es wird halt im Endeffekt gegen uns gerichtet werden. Ja, genau so ist es. Und das hier noch ganz kurz an der Stelle, weil hier wozu sollte man denn überhaupt hier diese Überwachungskameras aufstellen von wegen Terror? In den ganzen oder in einigen von diesen letzten Attentaten, Zwischenfällen, Anschlägen, kleine wie große, es ist ja ganz oft der Fall, dass man die Täter ja kennt. Die Polizei weiß schon, das ist ein Verdächtiger. Wie war es denn hier bei Rock am Ring? Es wurde nur abgebrochen, weil da Leute am Start waren, denen man das ja zutraut. Das heißt, man kennt ja schon die Leute, die laufen mal nur frei rum. Da hilft dann so eine Videokamera auch nicht. Ja? Was also, ich meine, Leute, die du solche Dinge verdächtigst, die dürfen mal auch nicht frei rumlaufen. Also, London ist von Videokameras. Ne? London ist von Videokameras übersät, verdammte Scheiße, ja? Was war ja, damit so ist es, aber da war es auch so, da sind auch zum Teil Leute am Start, die Polizei schon überwacht. Ich weiß nicht, die Zahlen variieren da, aber es gibt Tausende von Leuten, die im Visier von irgendwelchen Diensten sind, die als potenzielle Gefährder gesehen sind und es wird noch viel mehr geben, aber ich meine, wozu brauchst du die Kameras aufstellen? Vielleicht solltest du erstmal die du wirklich ernsthaft verdächtigst, also wo du schon weißt vielleicht, weil die Leute schon in anderen Ländern Verbrechen begangen haben, zum Teil schon in Europa, in Griechenland, auf dem aber zum Teil eben auch in Syrien, in Libyen. Ey, Leute, von denen man weiß oder den schwersten Verdacht hat, dass die dort schon aktiv waren, in Terror, in Töten von Menschen. Da brauchen wir keine neuen Gesetze, da brauchen wir keine neuen Überwachungen. Solche Leute haben nicht frei rumzulaufen und auch nach unseren Gesetzen nicht. Aber sie werden frei laufen gelassen. Und das ist, wie es auch dieser Lieberberg auf dem Rock am Ring gesagt hat, die Leute müssen die Zeche zahlen. Wie kann das sein, dass der frei rumläuft? So, weißt du? Und die Polizei weiß schon davon. Ne? Das geht doch nicht. Das Problem ist halt, dass es ein doppelschneidiges Schwert ist, ne? Weil wenn du sagst, es braucht halt Gesetze, in Österreich machen sie ja gerade so Gesetze gegen diese ganzen Staatsfeinde, Freeman-Bewegung und so weiter. Ne? Das ist halt wieder so ein Doppelspiel, sie sind immer so 2 Steps voraus. Das ist halt irgendwie dieses Traurige, weil allein, dass sie schon auf Versuchen, zumindest unser Innenminister in Österreich, auf Verdacht oder auf ja, groben Verdacht, was auch immer die Definition davon ist, denen schon Fußfesseln zu geben. Das heißt im Endeffekt, jeder, der irgendwie sagt, ja, du passt jetzt nicht ins Profil, hier hast du eine Fußfessel, weil das Gesetz, wenn die Gesetze geändert, da steht da drinnen. What the fuck?
Ja, also es ist ja, wie gesagt, es ist ja ein weiteres oder ein weiterer Beweis dafür, dass halt die Dienste da natürlich über beide Ohren immer mit drinne stecken, dass man das gewähren lässt, ja, so um halt diese Situation so zu schaffen, ja, nebst Übungen, nebst Fakes, die es da auch sicherlich gibt, ja, Inszenierungen, die es gibt, aber es ist halt so, dass man genau das provozieren will. Ich meine, das kommt doch nicht von ungefähr. Ich meine, wir haben die Grenzen aufgemacht, ja, und wundern uns jetzt, oh, jetzt haben wir noch mehr Anschläge, jetzt haben wir da noch mehr Auseinandersetzungen im Volk, dass da einige da mit Messern und Äxten irgendwelche Leute abschlachten und so weiter, aus welchen Beweggründen auch immer. Ach, das ist jetzt aber, oh Gott, damit haben wir ja gar nicht gerechnet und so weiter. Also dann so dumm zu tun, ja, also das, ich glaube, wenn man die letzten 2 Jahre, die Nachrichten mal, das ist ja das Problem, wir vergessen ja immer so schnell, mal verfolgt, ja, was damals noch als Hetzer und rechts und weiß ich was und was heute selbst im Mainstream gesagt wird und so weiter. Das hat sich alles wieder gekippt innerhalb von Wochen, Tagen teilweise, ja. Also das, was vorher noch recht radikal und ausländerfeindlich war und rassistisch war, ja, das posaunen die doch heute selber raus, ja. Und natürlich auch aus gutem Grund, ja. Ich bin jetzt in letzter Zeit öfters über die Grenze gefahren zu Österreich und früher war ich immer Spielfeld, da kenne ich noch die Bilder und die Videos von Flüchtlingsströmen und so weiter, aber da rennt kein einziger mehr herum oder zumindest nicht zu den Zeiten, wo ich jetzt gefahren bin, sei es in der Nacht oder in der Früh oder so, also im Moment ist da zumindest die österreichische Grenze sehr, ja, ruhig, slowenische Grenze, riesiger NATO-Stacheldraht und so weiter, aber da war alles, ja, also... Ich würde mal gerne Statistiken sehen, ob diese Flut, die, sag ich mal, in den ersten Wochen, diese Schleuse, die ja offensichtlich geöffnet wurde, ne, Soros und Co., ob die wirklich noch so diese Flut kommt, weil ich glaube nicht. Oder sie halten es wirklich schon so auf, dass sie die Schiffe eben im Mittelmeer schon versenken mittlerweile. Oder diese Auffanglager eben. Ja, wie gesagt, hier wird halt kritisiert, wir Biwak ist das zum vierten letzten Mal, ihr überfliegt Themen, liebes NASA-Themen, die Themen, die geklärt werden sollten, da stellt ihr euch anmaßend hin mit bla bla, besonders Boris und kein Feedback zur Einladung. Ich biete dir an, Biwak, wir haben morgen unsere Sendung Zwischenruf, da kannst du gerne... Bitte, gern, Biwak, bitte. Ja, komm in die Sendung. Darf ich da auch kommen? Sicher. Und kannst du deine Lösung oder deine Ideen zum Besten geben. Dafür machen wir ja sowas. Ja, das machen wir ja auch, um auch nochmal ein bisschen Einfluss von außen zu bekommen. Also es gibt ja so viele Leute, die halt nicht eine Plattform haben, ja, so wie wir jetzt zum Beispiel oder wie Tom Who Knows oder wie Gruppe 42 oder so, sondern die aber auch tolle Ideen haben oder Denkanstöße geben können. Also auch nochmal eine ganz andere Richtung ein Problem angehen können und so weiter. Und das ist genau das, was wir ja damit bezwecken wollen, ja, dass wir da eigentlich auch noch Denkanstöße für uns und weiterkommen wollen damit, dass auch nochmal Impulse von außen kommen, ja. Also wie gesagt, eben. Du bist eingeladen. Also nicht nur er, also unsere ganzen Kritiker, kommt doch mal bitte bei uns in die Sendung, lasst uns darüber sprechen. Wenn ihr die Eier habt, dann kommt einfach. Wenn ihr nicht nur Blabla macht, wenn ihr wirklich Lösungen habt, wenn ihr wirklich konstruktive Kritik habt, kommt. Kommt, wir hören uns das an. Ich kann auch auf jeden Fall meine Fehler eingestehen. Aber kommt und haut nicht solche Sachen raus, am besten noch anonym. Und wir haben ja auch unsere speziellen Freunde, die das immer wieder machen, die sich auf dem lächerlichen Sektor hoch 10 bewegen. Aber klar, ey, wir haben nicht die Wahrheit mit Löffeln gefressen, mit Sicherheit nicht. Und wir liegen auch bestimmt sehr, sehr, sehr oft falsch. Aber wenn ihr solche Kritik anbringen wollt, dann kommt zu uns in die Sendung und sprecht mit uns live darüber. Es geht ja nicht immer darum, wer mehr Recht hat als der andere. Das verstehen eben so viele nicht. Das ist komplett irrelevant. Es ist irrelevant, wie in einem Leben abgelaufen ist. Es geht nur darum, dieses Aktien-Reaktionsspiel und das ohne zu bewerten, irgendwie gemeinsam voranzubringen. Und das ist halt der gemeinsame Nenner, den man haben sollte. Zumindest haben wir das. Ja, natürlich. Also wie gesagt, also zum Beispiel, das werde ich am Donnerstag nochmal ansprechen, ist uns in der letzten Fake News halt auch ein Fehler unbewusst unterlaufen. Da ging es um diese Darstellung, dass Trump sich mit diesem zukünftigen Minister dort getroffen hatte und dort die Papiere sozusagen in die Kamera, also diese hatte er über sein Lederpackage dort die Papiere gehabt und die waren dann sozusagen zu sehen. Und das ging aber natürlich aus dem Beitrag nicht
deutlich hervor. Ja, also dort hat man praktisch das ungünstig zusammengeschnitten, dass man die Anfangsszene, wie er oder die Schlussszene genommen hat, wie sie wieder aus dem Haus herauskam. Und da hatte er natürlich diese Papiere nicht auf dieser Aktentasche oder auf diesem Aktenkoffer dort draußen liegen. Kam kurzer Zwischenschnitt mit dem Auto und dann auf einmal war das Bild da, dass er die Papiere draußen auf der Aktentasche hatte. So, dann hat uns ein Zuschauer darauf hingewiesen, dass es tatsächlich so war. Allerdings ist das beim Reingehen passiert. Ja? Also man hat dieses Bildmaterial hat es halt nicht hergegeben, weil man nur diese Szene gezeigt hat. Also man hätte ja logischerweise gleich die Anfangsszene zeigen können. Sie haben dann praktisch in gleicher Position gestanden, also sind reingegangen in die Tür, haben sich die Hand haben nebeneinander gestanden, haben sich die Hand gegeben und sind reingegangen, sind rausgekommen, haben wieder nebeneinander gestanden, haben sich die Hand gegeben. Also es waren identische Positionen, die sie eingenommen haben. Daher war es auch nicht ersichtlich, dass das sozusagen einmal vorher und einmal nachher war. Aber wenn man den ganzen Clip angeguckt hat, hat man gesehen, dass es tatsächlich so war, dass er die Papiere außen sichtbar getragen hatte. Aber wie gesagt, aus diesem Clip, aus diesem Zusammenschnitt ging es halt nicht hervor. Das Material lag uns nicht vor. Haben wir praktisch einen Fehler gemacht, also weil, wie gesagt, das war der Stand unserer Informationen. Das können wir auch gerne zugeben, das ist doch kein Problem. Ja, also wie gesagt. Ich glaube sowieso, dass auch für uns immer schwerer sein wird, weil ich weiß nicht, Boris, hast du von dem neuen Produkt von Adobe gehört? Adobe Voco? Sagt er das was? Ja, richtig krass, ne? Das ist so, es ist ein neues Produkt, das irgendwie nächstes Jahr kommt, für die es nicht wissen, und es reicht so, keine Ahnung, 20 Sekunden Audiospur von irgendwem und das Programm analysiert deine Audio-Tonspur und du kannst dann richtig mit dem Texteditor irgendeinen Text reinschreiben und er spricht das mit deiner Stimme. Und dann warte also, mal, was irgendwelche Leute für Videos dann raushauen. Oder ey, und das Video, das Videotool dazu gibt es ja auch schon. Gibt es noch nicht von Adobe? So für Consumer-Markt, aber es gibt es schon. Also man kann, ich könnte mit 20 Sekunden Tom seiner Stimme, könnte ich komplett jeden Text sprechen, den Tom irgendwie nie gesprochen hat und ich mir ausdenke. Also es ist krass. Also die Zukunft wird heiter. Das wird echt krass, weil du kannst es dann, wir können es nicht unterscheiden, die Massenmedien können es auch nicht unterscheiden. Das wird dann... Das wird lustig. Ja, überleg mal, wenn dann so eine Welle losgeht und von allen Seiten kommen irgendwelche Fake-Videos mit echter Stimme. Wie willst du da noch irgendwie... Aber Adobe hat angekündigt, sie wollen noch ein Tool rausbringen, damit man überprüft, was quasi real ist und was nicht. Ja, und das hat natürlich dann nur korrektiv, dieses Tool. Ja, genau. Der Google-Faktencheck. Ja, also im Prinzip ist es doch der einzige Weg, sich dann wieder auszuklinken aus diesem ganzen ganzen medialen Zirkus, beziehungsweise aus dieser virtuellen Welt, ja. Und das ist ja die beste Grundlage für eine Orwellsche Welt, dass ich den Leuten, ich meine, das machen sie ja heute schon, ja, mit dass sie, wer weiß denn schon, ob da das passiert ist, ob da der Krieg so ist, ob da die Front ist. Also es sind tausende Sachen, da haben wir schon 10-mal drüber gesprochen, gerade zum Thema Fake News, dass es dort auch Inszenierungen gibt, wo sich Reporter hinstellen, sie wären im Kriegsgebiet und weiß ich was alles, ja. Also das ist ja nichts Neues, dass man dort auch Inszenierung schafft, ja. Und wie bei Orwell halt der Krieg gegen den großen Bruder oder der Eurasische Krieg und so weiter, also der eigentlich nur virtuell stattfindet. Also es wird den Leuten einfach nur erzählt, ja, dass was stattfindet, ja. Und natürlich dann mit Bildern, die eindrucksvoller sind als die Realität oder genauso eindrucksvoll sind wie die Realität, weil das Gehirn das genauso aufnimmt, wird halt, glauben die Leute denn das? Ja, ich habe es doch gesehen, ja. Es ist genau das wie bei 9-11. Ich kann mich an eine Diskussion erinnern, ich hatte mich mit einem Freund vor Jahren schon, bestimmt 6, 7 Jahre über 9-11 unterhalten. In der Kneipe und neben uns saß ein älterer Herr und wir haben so allgemein über Dinge gesprochen und auch unter anderem über 9-11 und da sagte der auf einmal, du, ich gebe dir ja recht bei dem, was du da sagst und so, aber 9-11, das habe ich ja wohl im Fernsehen gesehen. Na, schau mal jetzt, wie es mit Katar gelaufen ist, ne? Von einem Tag auf den anderen sind die plötzlich, ich meine, die sind die zähle ich absolut nicht zu den Guten, aber sie sind plötzlich auch raus aus dieser Koalition und sie unterstützen den Terror und so, ja. Ist das so? Ich habe das leider zu wenig verfolgt. Ja. Ich habe nur gesehen, wie alles so gegen Katar im Moment oder Iran hat sich jetzt auf Katar-Seite geschlagen oder so. Ja, und oder? Die Türkei halt auch. Ja, die haben ja, also die haben ja Seeblockade plus Landblockade. Saudi-Arabien hat ja einfach dicht gemacht und das scheint sich jetzt so ein kleiner Konflikt aufzubauen.
Sehr und faszinierend auch, wie das angefangen hat, weil das hatte auch wieder mit diesem Thema Fake News zu tun, weil Micha, du hast gesagt, wie es dir letztens passiert ist, dass du auf irgendwie falsches Material reinfliegst. Bei dieser aktuellen brandheißen Geschichte, was da auf der arabischen Halbinsel abläuft, es hat da so angefangen, dass der Herrscher von Katar, Al-Thani, der hätte eine Rede gehalten vor Offizieren, in denen er Sympathien für den Iran bekundet und sozusagen ein paar Dinge sagt, die den Saudis nicht gefallen würden. Also als ob das so aussieht, als ob Katar aus dem sunnitischen Block gegen Iran und gegen Assad irgendwie ausscheren würde und als ob der mit Iran sich annähert. Ja. Und da aufgrund dieser Rede hat er dann Saudi-Arabien dort eine Koalition der Willigen versammelt, die alle jetzt hier wirtschaftlich das kleine Land Katar komplett abblocken. Und die Katari selber haben gesagt, nee, der Al-Thani hat diese Rede gar nicht gehalten, sondern es waren Hacker, die katarische Medien, was weiß ich, wer halt auch immer das, diesen Text dort publiziert hat, dass die von dieser Seite gehackt wurde und dort diese Fake News dem Al-Thani so in den Mund gelegt wurden. Ja. Und das hat diese Affäre ausgelöst oder soll es ausgelöst haben. Das ist natürlich ein Witz, weil die könnten das schon klären. Aber es zeigt nur auch diese Fake-News-Geschichten, dieses Produzieren von Nachrichten, das ist in dieser modernen Welt, das ist eins von den Dingen, mit denen wir jetzt lernen müssen, umzugehen. Vielleicht ist das auch eine von den, wie du es, Stefan, glaube ich, vorhin gesagt hast, eine von den Herausforderungen, die wir sehen, wenn das Internet gegen uns gerichtet wird. Also genau diese Fake-News-Geschichten, so im Kleinen wie im Großen. Aber es ist auch so ein bisschen eine Lösung, Frankie. Ne? Also im Endeffekt, was von unserer Seite jetzt, wir haben das Format Fake-News und da geht es ja genau ins Gegenteil. Ich glaube, auch das Ding wird ein Rückläufer für die das als Kampfbegriff geschaffen haben. Weil im Endeffekt, guck dir mal diesen Faktenchecker da an, von der Tagesschau zum Beispiel. Da ist so viel Bullshit drin und die Leute merken es einfach. Die merken es einfach. Die Kommentarspalten sprechen Bände halt. Und es ist na klar, eine Sache, damit umzugehen und sich auch ja in der Gesellschaft oder das in die Gesellschaft zu bringen. Aber ich glaube, so viel müssen wir da gar nicht tun, damit das auch was Positives für uns bringen kann. Ja, wie gesagt, einige sagen jetzt wieder, ja, das ist hier, ja, jetzt diskutieren wir so, das ist Verrat und weiß ich was alles, was Ulf Kotter und Altnickel letztens noch gerade über die illegalen Einwanderer beschrieben hätte und so weiter. Nein, das hat das damit zu tun. Wie gesagt, wie oft soll man das dann auch sagen? Natürlich sehen wir die Realität, ja? Wir sehen die Realität, aber trotzdem muss es das letzte Mittel sein, ja? Kann nur die Gewalt sein, ja? Und wenn dieser Notzustand auf uns zurollt und diese Situation so ist, ja, dann weiß ich auch nicht, ob ich dann zur Verteidigung übergehe, ob ich, keine Ahnung, das muss man halt abchecken, die Situation, wie sie ist, ja? Aber trotzdem muss man doch auch diese Variante mal diskutieren. Ja, wie wäre es? Gibt es Möglichkeiten? Kann man das ausloten? Kann man mit denen übereinkommen? Kann man die auch aufwecken und sagen, Leute, guckt, ihr werdet genauso missbraucht und seid indoktriniert von Ideologien, ja, die euch sozusagen verblenden und auch den Hass bei euch schüren, ja? So, es mag utopisch klingen, vielleicht ist es auch wirklich utopisch und so weiter, ja, und wir können das nicht verhindern und es muss zu einem großen Knall kommen, damit hier wieder eine Art Ordnung oder Ruhe einkehrt, ich weiß es nicht, wie gesagt, aber man muss es doch mal durchdenken können oder mal ansprechen können, ja, auch mal eine Hand ausreichen können. Eben die Möglichkeit müssen wir einfach offen lassen, ansonsten sind wir genau da, wo die uns haben wollen, nämlich in diesem Hass und genau in der Spaltung. Das sollte echt verstanden werden. Ich weiß, dass es schwer ist, dass es emotional ist, wenn ich solche Nachrichten höre. Klar, dass man Wut bekommt. Das ist doch ganz menschlich und normal. Ein Verbrechen bleibt ein Verbrechen, ja. So dass das extrem zugenommen hat durch die Umvolkung ist doch auch unbestritten, ja. So, aber wie gesagt, wenn jetzt Leute dagegen vorgehen würden, angenommen, es mal ganz spekulativ, es gibt Rockerbanden oder weiß ich was in der Art, die jetzt sagen, wir räumen jetzt in irgendeinem Stadtviertel auf, ja, was meint ihr, was da passieren wird? Ja, da wird die BRD dann alles Mögliche hinschicken und da werden sie auch einen kürzeren ziehen, ja, wenn GSG 9 und SEK da stehen, ja, so, das werden sie auch nicht dulden, ja.
So. Auf der anderen Seite dullen sie es natürlich, klar. Das ist auch, wieder, das ist auch diese ganze, diese Ungerechtigkeiten, das ist doch auch alles ja, mit eingeplant, ja, dass halt ein Ausländer oder ein Migrant halt milder bestraft wird als der Deutsche und weiß ich was. Aber ich sag ja, wie weit muss es dann noch wehtun, dass die Leute endlich dann mal umdenken und nicht trotzdem noch am TV hängen und diesen Müll dort glauben? Ja, es liegt doch letztendlich an den Leuten selbst. Und wenn sie sich nicht diese Situation nicht begreifen und erkennen, dann weiß ich auch nicht, dann ist es halt so, dass es wahrscheinlich auch untergehen wird oder muss, keine Ahnung, weil es einfach dann auch, dann hat sich das mit den Stärkeren halt dann doch bewahrt, ja, dass der Stärkere sich durchsetzt, ja, so, aber ich hoffe, dass es nie so weit kommt, ja, das ist mein größter Wunsch. Es ist eine schwierige Situation, in der wir sind, das ist doch unbestritten, ja, und es eskaliert ja immer mehr, das, wie gesagt, das will ich überhaupt nicht abstreiten, aber es ist halt einerseits, es ist auch eine spannende Situation, wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wo es so einen gesamtgesellschaftlichen Aufwachprozess gibt, ja, wo einfach klar wird über die Möglichkeit der freien Information, dass dieses System, ja, in dem wir so gelebt haben, die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass das eben nicht so rosig ist, wie man glaubt. Ja? Und gerade dann, wenn du anfängst, dich dagegen aufzulehnen, dann wird Druck zurückgegeben. Und so Situationen gab es immer wieder. Ja? Das war doch auch, wie der Buchdruck erfunden wurde. Wie plötzlich eben. Einfache Menschen anfangen konnten, Bücher zu lesen, wie sie die Bibel lesen konnten, wie sie lesen konnten, dass da drinnen steht, dass man sich nicht gegenseitig umbringen soll, ja? Dass jeder vor Gott gleich ist und so. Und plötzlich hat eine Revolution begonnen. Dann ich sag mal, wo du gerade den Buchdruck erwähnt hast, und das Internet, was wir heute haben, das ist das Potenzial milliardenfach oder was auch immer. Also das Potenzial, was sich hier gerade ausbreitet, das wird zu irgendwas führen, zu was auch immer. Aber es wird hier Veränderungen geben und das in massiven Ausmaßen, würde ich behaupten. Tut es ja jetzt schon. Micha, du redest wie einer, der THC-Intus hat. Mensch, verdammte Scheiße, ich habe keinen THC-Intus. Du Vollpfosten. Oh, jetzt werde ich auch noch emotional. Entschuldige für die Beleidigung. Aber es ist wirklich so ein Müll. Das ist wirklich unfassbar teilweise, ja. Völlig an der Realität vorbei. Nee. Mann. Also ich bin ja nicht oft auf dem Ding so, dass es viele bezahlte Trolle hier rumlaufen. Aber ich glaube, heute habe ich so ein, zwei Stichlinge dabei. Das scheint mir irgendwie so. Also ob bezahlt oder nicht, aber auf jeden Fall professionelle. Wie gesagt, wir können doch auch immer nur vom jetzigen Wissensstand versuchen uns zu artikulieren, was ist denn der Sinn von Gruppe 42, was ist der Sinn von Amok Alex, von Frank Stoner mit seinen Sendungen, was ist der Sinn von Tom Who Knows, ja, wir alle versuchen doch irgendwo nur Leute zu erreichen und Leute zum Umdenken oder zum Nachdenken zu bringen, ja, und wie gesagt, keiner hat die Wahrheit gepachtet oder so. Ja, das. Aber es muss drüber geredet werden, verdammt. Und ich kann nicht nur den Hass abladen auf ein Symptom. Ja. Ah, absolut. Das ist halt das absolut Wichtige. Die Symptome, die werden uns ja jeden Tag vor Augen halten und wirklich auf die Ursachen zu schauen, weil das tun so wenige. Ob es jetzt auch in den Alternativen, also klar machen es einige schon dort, aber viele machen es auch einfach nicht. Guck dir kompakt an. Ne, die sind nur noch auf Einwanderer, das kotzt mich nur noch an, Mann. Die sprechen null mehr die Ursachen an. Das ist Bullshit. Und was es mit der Gesellschaft macht, das sieht man ja auch hier heute im Chat. Aber es sind ja nur die wenigsten. Also ich schaue da zum Glück nicht rein, aber ich tippe mal drauf, dass es nicht alle sind, die sich da jetzt groß aufregen. Also von 1016 Zuschauern sollen es 20 Leute sein. Ich glaube, naja, das ist verkraftbar. Ist verkraftbar, ja.
Ja, und wie gesagt, ich meine, das ist ja auch so eine Illusion, dass ich denke, damit müssen wir alle leben. Wir haben uns letztendlich in die Öffentlichkeit gewagt und müssen natürlich auch Kritik aushalten. Ja, das gehört dazu. Ja, auch wenn es einem nicht passt oder so. Oder auch natürlich persönliche Angriffe, das ist natürlich auch dann klar, auch wenn es vielleicht dann eher vielleicht getrollt ist, aus welchen Beweggründen auch immer. Das muss man halt auch aushalten können und man kann es sowieso nicht jedem recht machen, weißt du? Das passiert nie, also dann machst du dich tot. Also wenn man nicht den Anspruch habe, es jedem recht zu machen, das ist einfach unmöglich, das geht nicht. Ja? Man kann nicht jeden in allen Details befriedigen. Ja? Hauptsache, du kannst das selbst im Spiegel schauen. Genau, das ist das Wichtige, ja. Ach ja, so. Ja, und überhaupt, ich meine, wir wissen natürlich, die Situation ist ernst. Und keiner von uns hier macht sich da irgendwie drüber lustig oder verharmlost die Dinge. Aber umgekehrt müssen wir auch mal sehen, es gab schon Zeiten, wo hier in diesem Land, ja, die unsere Vorfahren, wo die viel schwierige Situationen hatten. Es ging ihnen dann schon viel, viel dreckiger. Und da muss man gar nicht so lange zurückgehen. Also ja, da bräuchte ich nur meine Oma fragen, so, weißt du, ja, die jetzt nicht mehr lebt. Aber das ist noch nicht so lange her. Aber geht man zurück in den 30er-Jährigen Krieg und so weiter. Ich meine, all das ist hier auch schon gelaufen und das ist halt auch so ein Phänomen, dass Leute in diese totale Emotionalisierung reinkommen, hat auch damit zu tun, dass viele von denen überhaupt nicht mehr die Kraft haben, eigentlich mal ein bisschen Ruhe zu bewahren, auch wenn es mal ein bisschen schwierigere Situationen wird. Und das ist eine große Herausforderung jetzt, klar, und es werden Weichen gestellt auf lange Sicht, das ist eine wichtige Zeit. Aber wir sollten da stark sein und aus der Stärke auch eine gewisse Gelassenheit haben. Und das ist halt auch mein Eindruck, viele von den Leuten, die da so emotional abgehen, die ruhen halt auch nicht wirklich in sich selbst. So. Also das ist, mit denen wird welche Konfrontation auch immer auch nicht zu gewinnen sein. Ne? Ja, es ist halt letztendlich ein Schachspiel. Ja? Und das liegt halt nicht jedem, ne? Es ist auch nicht schlimm oder abwertend gemeint, sondern ich denke, jeder hat halt seine Vor- und seine Nachteile, ja. Und das muss man halt einfach bündeln und vernetzen und dann wird das ganze Ding zu einer Riesenmacht, ja. Also das ist ja, zeigt sich ja immer wieder. Also ich denke, bei Gruppe 42 oder so habt ihr auch Leute, der eine kann das, der andere kann das und zack, zack, zack und alles passt zusammen und dadurch ist es ein starkes Team, ja. Das ist nun mal so, ja. Also wichtig, finde ich, ist, dass wir miteinander sprechen sollten. Egal, wie gegenüberstehend die Seiten auch sind, wirklich miteinander sprechen, auch physisch miteinander sprechen. Und gerade auf so Veranstaltungen wie hier, Oki Talk macht jetzt ein Festival. Ist das schon gewesen? War das jetzt? Kommt das noch? Das war jetzt am Wochenende, ja. Ah, genau. Dann ist jetzt noch das Pax Terra Musica Festival, gegen das auch ordentlich geschossen wird. Und ja. Also auf solchen Treffen, da kann man die Leute physisch treffen und dann herrscht auch meistens ein ganz anderer Ton und Umgang miteinander. Ja, auf jeden Fall. Und nochmal, das ist für mich auch immer wieder der Hinweis, ich meine, clevererweise wäre es doch gut, also wenn ich jetzt Mainstream wäre, sowas zu ignorieren. Ja? Aber nein, man muss natürlich darüber wieder in allen Medien schreiben, Pax Terra Musica, das Treffen von Verschwörungstheoretiker, Chemtrails und Klimaleugner und weiß ich was. Wie dumm kann man sein? Ja? Also ich hätte wahrscheinlich ohne den Mainstream, dass es wieder verrissen wurde, gar nicht davon gewusst, ja? dass es so ein Festival gibt. Ja? Also sie müssen halt schon wie zu DDR-Zeiten im Vorhinein agitieren, ja, die Menschen agitieren, welche Meinung sie zu haben haben über dieses Festival oder diesen Künstler oder diesen Menschen und so weiter, ja, also wie gesagt, und die Filme von dem Markus Fiedler sind so wichtig, ja, sind so wichtig, die dort das wirklich mal, diese Vermutung oder diese Tendenzen, die wir ja schon immer vermutet haben oder gesehen haben oder offensichtlich eigentlich waren bei der Wikipedia und so weiter, das einfach auch nochmal bloßzustellen und das auch belegen zu können, ja, und da geht es noch weiter, ja, also da geht es noch richtig weiter, ja, das hat noch so viel Potenzial, auch diese zu demaskieren, ja, die hier sozusagen, die meinen, die öffentliche Meinung in der Hand zu haben, ja, und das sind Minderheiten, die hier die öffentliche Meinung manipulieren und steuern wollen, ja, und wie gesagt, ich sag's immer wieder, sie haben nur zwei Möglichkeiten, entweder machen sie weiter wie bisher, dann werden auch noch mehr Leute wach, weil die Realität mit der Ideologie nicht mehr übereinstimmt, oder sie müssen halt langsam mit der Wahrheit rausrücken und dann passiert genau das Gleiche, dass die Leute dann auch erstaunt sind und wach werden und nachdenken.
Absolut, also da steckt noch einiges an Potenzial drin, denke ich auch. Vor allen Dingen, also es sind ja schon einige Dinge aufgeflogen, aber auch die Massen merken es halt immer wieder. Guck mal, Siram war vor ein paar Jahren, hat man noch dagegen ankämpfen müssen, ne? Sich zu rechtfertigen oder wie auch immer, oder wäre vielleicht sinnvoll gewesen oder wie auch immer. Aber heute, wenn irgendwo ein Siram-Link postet, egal ob auf Facebook oder sonst wo, der wird ausgelacht, der wird einfach nur ausgelacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie sieht's denn aus? Noch Redebedarf heute in der Schwarzanstalt. Wir sind ja heute gut weit über die Zeit. Ist auch schön. Ja, also mir gefällt es sehr. Ich hab große Freude. Ich muss langsam ans Schluss machen denken. Meine Brüder sind vorhin auf Besuch gekommen und wir wollen noch ein bisschen gemeinsam Zeit verbringen. Das klingt aber sehr völkisch, du. Nee, Moment, ich wollte gerade fragen. Es ist aber, sind also familiäre Brüder und nicht irgendwie von so einem Orden oder so, ja? Nein, das sind meine familiären Brüder. Alles klar. Nicht, dass es da gleich wieder irgendwelche Missverständnisse gibt da draußen, ja? Da, der Bartonek ist auch in der Loge hier, weißt du? Okay, ja, gut, ja, dann lassen wir es zum Ende kommen. War heute wieder sehr lebhaft. Ja, es liegt vieles in der Luft. Möchte mich bedanken bei allen, die da waren. Vielen Dank an Frank Stoner. Vielen Dank nach Chemnitz, Frankie. Ja, danke auch. War heute ein bisschen komische Stimmung, ein bisschen gedrückt manchmal. Aber hey, so ist es halt mal. Es ist halt echt nicht jeder Tag ist gleich und nicht immer Sunshine und... Aber wenn es immer darum geht, um die großen Fragen, was machen wir denn? Hey, ja, wir gehen weiter und schauen, was der nächste Tag bringt. Ja. Okay, dann natürlich auch an Amok Alex. Herzliches Dankeschön, dass du auch wieder dabei warst, Alex. Ja, danke, Micha. Nicht viel zu sagen heute, mal eher mal zugehört, was alle zu sagen hatten. Aber ich hätte mal ein paar Dinge, mal was ich erwähnen hätte können, aber es hat nicht in die Runde heute gepasst. Sorry about that. Aber ja, natürlich an Stefan und sowas, vielen Dank, dass du auch da warst, ne? Okay, alles klar, Alex. Ja, dann natürlich gehen meine Dankesgrüße auch an Tom Who Knows nach Wien. Tom, schönen Dank, dass du wieder dabei warst. Ja, danke, war wieder eine super nette Runde. Danke auch, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast. Habe auch schon ein paar oder einige Videos von dir gesehen und es ist immer interessant, wenn man mal direkt mit den Personen sprechen kann. Danke dafür. Und natürlich danke an Boris, vielen Dank. Ja, bitte, ne? Okay, und natürlich zum Schluss unser Gast Stefan Bartonek, Gruppe42.com. Wer dort ein paar Videos von Vorträgen sehen möchte und so weiter, auch interessante Sachen dabei, kann sich da natürlich auf Gruppe42.com informieren. Vielen, vielen Dank, lieber Stefan, dass du heute bei uns warst. Danke, dass ich dabei sein konnte. War mir ein Volksfest. Und wer wissen möchte, wofür 42 steht, der muss per Anhalter durch die Galaxis lesen. Sehr geil. Alles klar. Ich hab jetzt vorhin reingeschaut. Ich habe gesehen, dass ein paar Leute fragen, wofür die 42 steht. Ja, also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank auch wieder fürs Zuschauen. Und morgen, wie gesagt, Zwischenruf, seid ihr wieder am Start, eure Meinung, dein Gespräch. Ihr könnt sozusagen eure Ansätze, Kritiken, Themen mitbringen, über die ihr sprechen wollt, dafür nehmen wir uns die Zeit. Und ja, ich freue mich drauf, wir haben ja schon zwei fixe Gäste sozusagen, die morgen dabei sein werden. Ja, und ich freue mich drauf und ansonsten Donnerstag wird es wieder eine neue Ausgabe Fake News geben, also volles Programm diese Woche mit Kulturstudio. Vielen Dank nochmal an alle Gesprächspartner und wir sehen uns dann wieder im nächsten Monat, immer der zweite Dienstag im Monat ist NASA-Dienstag. Bis dahin allen einen schönen Abend noch und ja, kommt gut durch die Woche. Bis dann. Tschüss und danke. Ciao.